Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hole mal das Mikrofon etwas näher. So, ja, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung Automotive Systems in diesem Semester. Wir haben an einer bestimmten Folie letzte Woche aufgehört. Das heißt, es war noch nicht nötig, einen weiteren Foliensatz hochzuladen. Wir werden den heute durcharbeiten, gucken, ob wir den im ersten Block durchbekommen. Ich gehe eigentlich stark davon aus. Und in einer ja, kleinen Zwischenpause oder sowas werde ich Ihnen dann auch die Unterlagen zu dem darauf folgenden Foliensatz dann aushändigen. Gut, was gibt's sonst Neues? Also ich hoffe erstmal, dass Sie ein wunderschönes erste Woche oder erste Semesterwoche hatten. Denn mir ist zugetragen worden, dass einige wahrscheinlich noch gar nicht am Montag wirklich hier dabei sein konnten, aufgrund von einer sehr interessant gestalteten Webseite, einer interessant gestalteten PDF und so weiter. Da möchte ich gar nicht tiefer drauf eingehen, sondern fühlen Sie sich willkommen, gerade an diejenigen, die letzte Woche noch nicht da waren. Das ist kein Beinbruch, Sie können das alles nacharbeiten. So viel an wirklichem Content haben wir auch noch gar nicht gemacht. Das werden wir heute auch in der Retrospektive sehen. Aber wenn irgendwelche Probleme sind, schreiben Sie das in den Discord-Channel unter den Kanal, dass Sie dort im Automotive Systems eben Fragen haben, Anregungen haben oder wie auch immer. Nutzen Sie das. Wenn es harsche Kritik ist, dann machen Sie es ganz öffentlich und schreiben es unter YouTube drunter. Das ist auch ganz nett. Und Manöverkritik, das heißt, wenn irgendwie etwas ist, ich müsste ein bisschen lauter sprechen, ich müsste leiser sprechen, ich brauche jetzt zwingend einen Greenscreen oder was weiß ich, hier sollen kleine Drachen langlaufen oder so, dann auch sagen, dann kriege ich das bestimmt auch realisiert. Gut, also 8:15 Uhr morgens ist natürlich relativ unchristlich für wahrscheinlich jeden von Ihnen. So ging es mir heute Morgen nämlich auch. Glatt mal ein bisschen verschlafen und dementsprechend sieht das hier jetzt auch noch aus. Also hinter mir sehen Sie ja diejenigen, die mich letztes Semester schon gesehen und ja, verfolgt haben, wissen ja, dass ich ein Brettspieler bin, dass ich am Wochenende durchaus gerne mal das ein oder andere Brettspiel auf den Tisch bringe. Da die Zahlen von Corona immer weiter hochgehen, macht man das dann meistens dann in einer Zweispieler-Variante, sprich ich und meine Partnerin oder meine Partnerin und ich, wie es richtig heißt. Und wir haben Villainess gespielt letztes Wochenende und entgegen allen Rezensionen, die es so dazu gibt, die das sehr verschmettert haben, das Spiel, war das ganz witzig. Also man muss eine gewisse Disney-Affinität haben und auch ein kleines bisschen eben Bösewichten-affin sein. Dann macht das eigentlich relativ viel Spaß. Da ich der Meinung bin, dass auch Arthur wieder zuhört, natürlich war auch wieder Death May Die eine Runde dabei, Season 2. Sehr zu empfehlen. Gut, das erstmal in dieser Hinsicht, dass man auch mal im Stream erwähnt, dass man ein Mensch ist und nicht ein Roboter. Vom Licht her hoffe ich, dass das heute noch ein bisschen besser wird. Ansonsten mache ich gleich nochmal die Softboxen an, damit Sie dann auf jeden Fall auch mich vernünftig sehen können. Gut, ich schlage vor, wir gehen in den Folienfilm nochmal hinein. Wir waren da irgendwo bei den Tasks angekommen, primär, sekundär und tertiäre Tasks, die Sie so durchführen. Wenn Sie sich ein bisschen zurückerinnern, haben wir auch etwas darüber gesprochen, was für ja, Distractions dort auftauchen können, wenn Sie denn ein Fahrzeug führen, zum Beispiel ein Kind auf der Rücksitzbank, das dann plärrt. Ihr absolutes Hasslied ertönt plötzlich, urplötzlich aus dem Radio in einer Lautstärke, die also wirklich unmenschlich ist und so weiter und so fort. Ich denke, da haben Sie für jedes dieser Szenarien haben Sie irgendwo was im Kopf, wo Sie das entweder schon mal selber gemacht haben, dann ne, Obacht, aufpassen. Das ist halt nicht nett und das ist nicht gut. Oder eben zumindest mal gesehen haben. Ne? Ich denke, wir sind alle Teil von Straßenverkehr, in welcher Form auch immer. Sie werden alle schon mal Persönlichkeiten in einem großen Mercedes oder großen BMW gesehen haben, mit einem Handy am Ohr. Sich möglicherweise darüber aufgeregt haben, etc. Sie werden, also ich kann es nur hoffen, aber ich hoffe mal, dass jeder von uns auch schon mal ein Blitzerfoto bekommen hat. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, das ist jetzt kein Aufruf, sich eins zu besorgen, sondern das spricht dann natürlich für Sie. Aber
Das ist eine ganz normale menschliche Komponente. Wir gehen auch auf die Psyche und ethische Grundlagen und sowas alles noch in dieser Veranstaltung ein. Dass wenn sie sich auch der Materie extremst hingeben, sprich ein Assistenzsystem, derartig viel Vertrauen schenken, dann geht das so in Mark und Blut über. Das heißt, sie sind danach gar nicht mehr großartig in der Lage, ohne Rückfahrkamera einzupacken. Sie sind möglicherweise auf der Autobahn sehr, sehr gestresst, wenn sie nicht den Tempomaten einklicken können und sich etwas zurücklehnen. Also da, das Wort Assistenz, das ist da wirklich groß geschrieben und sorgt letztendlich dann nicht nur für diverse Vorteile, sondern natürlich auch für diverse Nachteile. Und ich würde Sie bitten, das auch alles immer sehr kritisch zu beäugen. Denn Pizza-Fotos waren früher besser, jetzt kriegt man ja nur noch seinen eigenen Kopf und nicht mehr das ganze Auto. Ja, da haben wir auf jeden Fall halt schon mal jemanden aus den älteren Semestern dabei. Das ist richtig, früher haben wir das ganze Auto gesehen, das heißt auch noch ihr Nummernschild, das heißt auch noch den Hintern des, was weiß ich, Beifahrers, der ihn da in die Kamera gestreckt hat oder. Können Sie mal ein bisschen googeln, finden auf jeden Fall, glaube ich, enorm viele Blitzerfotos, die etwas obskur sind. Aber heutzutage wird das eben ganz genau nur noch auf ihr eigenes Gesicht gemappt und sie sehen dann lustig pixelig aus und haben danach dann die Möglichkeit, entweder zu behaupten, das waren sie nicht. Gut, wenn sie jetzt irgendwie extremst markantes Kinn, markante Gesichtszüge haben und ihr Vater, Großvater eben nicht. Dann ist es schwierig in der Familie, solche Punkte oder auch immer Strafen dann weiterzuleiten. Aber das ist eine Thematik für die rechtlichen Grundlagen im Straßenverkehr. Da werden wir im Übrigen auch nochmal drauf eingehen. Also ich nutze jetzt gerade mal die Zeit, ein kleines bisschen hier noch schon mal so ein bisschen die Outline dieser Veranstaltung zu präsentieren. Denn Ethik, gerade beim Thema autonomes Fahren, müssen wir uns dem einfach widmen. Wenn man einen deterministischen Algorithmus baut, dann muss der eben auch deterministisch sein. Aber ist ein Determinismus beim autonomen Fahren wirklich zweckmäßig? Das müssen wir dann eben mal definieren. Macht es Sinn, wenn das Auto merkt, da drüben ist ein Stein, gegen den fahre ich jetzt gegen, dass es in jeder Situation, wo es einen Stein sieht, dann deterministisch eben dagegen fährt, wäre, glaube ich, etwas weniger zweckmäßig. Aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ein paar lustige Experimente dazu gibt es und in der Vergangenheit habe ich das sehr gerne mit Ihren Kollegen aus dem Präsenz dann auch gemacht, so als Art Rollenspiel. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinkriegen, aber ich denke, da wird es irgendwas geben. Gut, dann nicht lange groß schnacken. Die 5 Minuten, 6 Minuten, die wir jetzt hier verplempert haben, die holen wir auf jeden Fall nochmal auf. Ich schlage vor, wir gehen direkt in den Folienfilm und dann gucken wir mal weiter, wie weit wir kommen. Aber ich denke, wir kriegen heute den Foliensatz auf jeden Fall durch und werden dann auch schon mit einem neuen Thema starten. Sehr gut. Also, hier sind wir stehen geblieben gestern. Das heißt gestern, letzte Woche. Ich mache den mal ein bisschen zur Seite, so, dass Sie mich da besser sehen, sofern es notwendig ist. Da können Sie übrigens auch gerne mal irgendwelche Kommentare hinterlassen. Das interessiert mich also auch, ob es notwendig ist, dass ich mich hier einblende, ob das irgendwo. Ah, den Slido-Code gibt es dann, wenn wir Slido starten. Ne? Also jetzt ist da noch nichts, sondern wenn ich Slido starte, ist dann automatisch auch der QR-Tag. Sie können sich also schon warm machen, da wird was kommen, aber das kommt dann zu gegebenen Zeitpunkt. Nochmal zurück dazu. Also von diesem Setup oder wie auch immer können Sie natürlich gerne auch Kritik, Manöverkritik und so weiter äußern. Denn wenn es Ihnen besser gefällt, dass die Folie eben vollflächig ist oder wie auch immer, dann gerne dazu einen Kommentar. Damit dass sie auch letztendlich, es ist ja für sie und dass das für sie dann auch maximalen Effekt hat. Gut, gehen wir mal nochmal in die Folie rein. Wir haben vergangene Woche uns um primäre, sekundäre und tertiäre Tasks gekümmert und ich denke mal, das sollte Ihnen mittlerweile geläufig sein, dass so tertiäre Tasks eben nicht wirklich was mit dem eigentlichen Fahren, also der Führung Ihres Fahrzeugs zu tun haben. Sondern dass das so On-Top-Belastungen sind. Zum Beispiel irgendwelche Informationen. Wenn Sie jetzt mit dem Auto, sagen wir es, wie es ist, Sie fahren Richtung Stuttgart, weil Sie da ein Vorstellungsgespräch haben, aus Niedersachsen heraus, heute, jetzt, dann kriegen Sie plötzlich mit, ups, also Stuttgart ist jetzt Risikogebiet. Und da wir in Niedersachsen zwar mittlerweile, ja, auf jeden Fall
noch nicht so wirklich mit Risikogebietgebaren in Berührung gekommen sind, kann das dann möglicherweise dazu führen, dass sie im Kopfe dann ganz woanders sind als an der Strecke. Nämlich, wie komme ich hier wieder weg? Darf ich hier überhaupt weg? Oder? Ja, besteht die Möglichkeit, die Schrift von dem Chat in dem Stream-Overlay zu ändern? Finde das nicht immer ganz gut zu lesen. Da bin ich gerade am Testen. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Das ist letztendlich ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die ich dann in einer ruhigen Minute einfach mal ausprobieren muss. Ein Video aufnehmen, dann gucken, wie kommt das rüber und so weiter und so fort. Das gleiche gilt auch mit der Auflösung. Also ich kann hier natürlich auch 4K-Setup aufbauen. Das ist vorbereitet, ist halt bloß die Frage, ob das Sinn macht, mich dann in 4K zu sehen oder die Folien in 4K. Das ist dann Geschmackssache. Die Eckkamera ist auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube, es würde schwerer fallen, irgendwie, wenn man nur die Folien sieht, ja. Also ich habe hier ein Setup von etwa mittlerweile gut um die 4, 5 Kameras, alle in unterschiedlichen Qualitäten, wenn man sie ja kaum auch bekommen kann aktuell. Aber wenn da irgendwelche Bestreben sind, dann mache ich das gern. Ich kann auch noch, das werde ich dann machen, Stativ aufbauen, wenn wir Software einsetzen. Kommen wir alle noch zu? Ich habe mir da ein paar Sachen überlegt am Wochenende, dass wir dort auch Software einsetzen werden in den kommenden Veranstaltungen. Da werde ich Ihnen dann noch einen Installationslink und ein Installationsvideo für vorbereiten, damit Sie auf jeden Fall auch von zu Hause überprüfen können, ob das funktioniert. Und das ist noch eine Frage, die werden wir dann nachher im Slido stellen. Sprich, wie auch Ihre Vorkenntnisse sind. Ich denke mal, auf der Art und Weise kann man einen guten Startpunkt schaffen und wenn Sie dann gut mitkommen, gut mitmachen und vielleicht noch Interesse zeigen auf irgendwelchen weiteren ja, Knoten und Eckpfeilern dann vom Assistenzsystem oder vom autonomen Fahren, dann können wir da auch mehr machen. Aber die Grundlagen von irgendeinem Software-Tool, da werde ich Sie nicht alleine lassen. Das machen wir auf jeden Fall gemeinsam dann hier im Stream. Und sollte es dazu Hausaufgaben geben, dann würde ich die auch, ich sag mal, hinreichend ankündigen, hinreichend Zeit zur Verfügung stellen und wenn alle Stricke reißen, möglicherweise auch den Zeitpunkt, den wir jetzt hier gerade haben, also von 8:15 Uhr bis 11 Uhr oder sowas, dann für Sie auch als eine Art Hausaufgabenblock vorstellen. Das heißt, die Vorlesung im eigentlichen Sinne würde dann ausfallen. Sie würden dann in diesem Vorlesungsblock dann diese Arbeit bearbeiten können, damit Sie zusätzlich zu Ihren anderen Aufgaben eben nicht jetzt nochmal on top Belastungen haben. Das wäre ganz gut. 4K wäre für Leute mit schlechtem Internet eh nicht in Ordnung. Alles klar, dann bleibe ich bei 1080p. Ich hatte letztes Semester schon 2K gemacht. Das sah jetzt ein kleines bisschen besser aus, aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, das hat jetzt Studioqualität oder ähnliches. Gut, tertiäre Tasks. Also auch Komfort, ne? Wenn ich im Auto sitze und sage, es ist ein bisschen kalt, dann habe ich heutzutage die Möglichkeit, eben meinen Mercedes, meinen BMW oder meinen Volkswagen mit einem Sprachassistent auszustatten und dann zu sagen, hey Volkswagen, hey Mercedes, hey BMW, mach mal bitte die Sitzheizung an. Natürlich weiß das Auto dann üblicherweise durch Gewichtssensoren, wo sie gerade sitzen. Also wenn sie alleine im Auto sitzen, ist das super. Dann guckt es, auf welchem Sitz sitzt denn irgendjemand und dann gehört dieser Befehl natürlich dann auch auf den Fahrersitz. Üblicherweise wird ja immer jemand auf dem Fahrersitz sitzen, zumindest heute noch. Wenn aber zwei oder drei oder vier Personen da drin sitzen, dann muss man auf jeden Fall spezieller sein. Also auch sich daran schon mal gewöhnen, mit der Sprache möglicherweise dann noch etwas anders zu agieren. Also, hey Mercedes, mache bitte die Sitzheizung des Fahrersitzes an. Oder mache Sitzplatz 1 an. Oder wie auch immer. Da gibt es unglaublich viele maschinelle Lernalgorithmen bei den Automobilherstellern, die einfach nur dafür sorgen, ihre Sprache, ihre gesprochene Sprache mit allen Problemen, die damit verknüpft sind, also auch ein gewisses Nuscheln, so ein bisschen abgehackt zu reden, möglicherweise auch ja, irgendwie mit einem Akzent zu sprechen. Das müssen diese Assistenzsysteme natürlich auch in der Lage sein, zu filtern und zu konzeptionieren. Ohne dem wird es nicht gehen. Aber das sind Dinge, da lernt die Automobilindustrie eindeutig auch aus Cupertino
oder aus Redmond oder von Amazon, von Google, die diese Dienste ja mehr oder weniger, ich will nicht sagen erfunden haben, das nicht, aber auf jeden Fall die Dienste in der Vergangenheit am praktikabelsten umgebracht haben. Ich denke, einige von Ihnen werden Alexa zu Hause haben. Vielleicht haben einige von Ihnen HomePod und benutzen dann Siri zu Hause. Denn Heimautomatisierung ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Thema für, ja, wie soll ich sagen, für absolute Cracks, die in der, na, da, in der Vergangenheit enorm viel Geld ausgegeben haben für irgendwelche Sensortechnik, Aktuatortechnik, sondern sie kaufen sich für 120 Euro ein Starter-Kit von Philips Hue und dann sind sie schon dabei. Ne? Dann können sie ihr Licht in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Kämmerchen oder wo auch immer sie so sind, dann auch schon über Sprache oder eben über eine App steuern. Das ist also kein großartiges Thema. Deswegen spricht man sehr oft davon auch, dass so Hersteller wie Tesla Computer auf Rädern produzieren, weil die eben aus dieser Technologie herausgewachsen sind, also aus der Computertechnologie, Computer Science, Informatik und so weiter. Und die deutsche Automobilindustrie eben genau andersrum agiert, nämlich die bauen Autos und stecken da einen Computer rein. Das heißt, die haben unglaublich viel Erfahrung in der Herstellung von Fahrzeugen, in den Fertigungsprozessen, in der Fertigungsautomatisierung und so weiter und so fort. Und ja, andere technologische Konstrukte wie zum Beispiel Tesla haben dort eben noch nicht das notwendige Know-how, wobei möglicherweise schon. Aber wenn Sie mal so einen Tesla sehen, irgendwo in einer Parking Space, dann gehen Sie mal nah ran, gucken Sie sich mal die Spaltmaße an, da müssen Sie gar nicht großartig anfassen, ne? Probieren Sie das mit dem kleinen Finger, halten Sie das mal vor das Spaltmaß, merken Sie sich irgendwie, wie viel Spaltmaß dort ist. Das können Sie am kleinen Finger immer ganz gut sehen. Gehen auf die andere Seite der Motorhaube, Heckklappe, Seitentür, was auch immer und gucken sich dann mal ringsrum eben diese Spaltmaße an und dann wird es gruselig. Also das hat Tesla in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall auch noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Aber die zielen das eben auch anders ab. Es ist ein Gefühl, das man verkauft, es ist ein Gefühl von Freiheit, von, oh, ich bin irgendwo in der Zukunft angekommen und so weiter und so fort. Genau, also auch hier nochmal die Wortmeldung vom Quotenpolen. Selbst beim autonomen Fahren wird eben irgendwo und irgendjemand sicherlich sitzen, auch bei einer Spracheingabe. Also es ist eben eine Thematik. Da muss man darauf vorbereitet sein. Und autonome Fahrfunktionen sind sehr oft eben nicht nur das reine Führen auf der Straße, sondern auch das Wohlfühlen ringsrum. Das vergessen sehr, sehr viele. Gut, gehen wir mal ins nächste hinein. Keine Angst, ich will mit Ihnen jetzt hier keine Regelungstechnik machen, aber so ein kleines bisschen den Driver-Vehicle-Loop möchte ich Ihnen natürlich mal darstellen, indem es darum geht, dass es gewisse Funktionen gibt. Ich mache das hier schon mal komplett frei für Sie. Die Animationen sind jetzt eigentlich über. So, man hat gewisse Tasks, die man erledigen muss. Das machen Sie üblicherweise mit Ihren Sinnen. Das heißt mit dem Auge, mit dem Ohr, mit der Haptik, mit den Fingern, aber auch mit den Füßen. Denn Sie geben ja heutzutage über die Pedalerie, sprich über Ihre Füße, geben Sie Gas, mit den Händen lenken Sie. Sollte irgendetwas mit Ihrem Fahrzeug nicht korrekt ablaufen, so heißen Sie haben vielleicht einen Platten, dann würde sich die Lenkung anders anfühlen und aufgrund der Erfahrung, dass ja alles in Ihrem Gehirn abgespeichert ist, würden Sie merken, hier ist was komisch, hier fühlt sich was anders an. Augen sind unglaublich wichtig, denn ohne die Augen können Sie ja die Szenerie gar nicht wahrnehmen, Sie können sie auch nicht interpretieren. Ne? Denken Sie mal, Sie müssen ausschließlich mit dem Gehör arbeiten, das würde auf deutschen Straßen auf jeden Fall zu Chaos führen. All diese Sinne werden in Ihrem Gehirn verarbeitet, parallel möchte ich mal so sagen, also wirklich echtzeitfähig. Und zwei von diesen Sinnen sind tatsächlich welche, die in die Fahrzeugsteuerung eingehen. Und das ist zum einen das Lenken und zum anderen eben das Gas geben, Kuppeln oder auch Verzögern über die Pedalerie mit Ihren Füßen. Gerade das Ohr ist in den letzten, naja, ich sag mal 5 bis 10 Jahren auch ein Punkt gewesen, den man erforschen musste. Denn Elektrofahrzeuge zum Beispiel haben kein Motorgeräusch. Das heißt, die sind
Flüsterleise. Wenn Sie jetzt natürlich 120 über die Autobahn fahren, dann werden Sie Abrollgeräusche von Ihren Reifen hören. Sie werden Windgeräusche hören. Also man wird ein gewisses Fahrgeräusch auf jeden Fall auch physisch niemals wegbekommen. Es sei denn, Sie machen da irgendwie einen derartigen Käfig aus diesem Fahrzeug mit Dämmmaterialien, dass Sie wirklich alles flüsterleise haben. Aber selbst die irrsinnig großen Triebwerkgeräusche bei einem Flugzeug, also A380 oder wie auch immer, davon kriegen Sie ja im Inneren, dort wo Sie dann auf Ihrem Sitzplatz sitzen, üblicherweise ja nur einen Brummen mit. Also die Vibrationen, die sozusagen durch das gesamte Flugzeug gehen, die hören Sie dann auch. Das ist beim Fahrzeugfahren nicht anders. Verlassen wir mal das Auto und stellen uns einfach mal blind auf einen Parkplatz. In der damaligen Zeit, also die Elektroautos sind älter als die Verbrennungsmotoren, aber die Verbrennungsmotoren haben da natürlich auch noch einen irrsinnigen Vorteil, wenn sie so als blinder, nicht Passagier, sondern als blinde Person am Straßenrand stehen und sie möchten irgendwo die Straße überqueren, dann wird sehr, sehr viel über die Geräuschkulisse passieren. Das heißt, sie hören die Abrollgeräusche der Reifen, die von den vorbeifahrenden Fahrzeugen herkommen. Sie hören das Klackern der Nähmaschine oder auch Dieselmotor genannt. Sie hören das Röhren von einem großen V8 oder. Und alles nehmen Sie dementsprechend wahr. Sie können auch, sofern Ihr Gehör noch vernünftig funktioniert, auch die Richtung wahrnehmen. Kommt es von links, kommt es von rechts, hat es irgendwie von rechts nach links mich passiert und so weiter und so fort. Das wird auch mit der Elektromobilität ein richtiges Problem werden, denn wenn diese Fahrzeuge flüsterleise sind, dann muss man sich auf ganz, ganz kleine Geräusche konzentrieren als blinder Mensch, um die gleichen Informationen da aus der Szene extrahieren zu können. Und dann gibt es immer noch Leute, in Stuttgart gesessen oder ansiedelnd, die auch zum VW-Konzern gehören, die so Sportwagen bauen. Ne? So in Baden-Württemberg, Ecke Stuttgart, eigentlich so in Sindelfingen ist dann Mercedes in Zuffenhausen dann ansässig. Also ich spreche von Porsche, die dann ihren Taycan auf den Markt gebracht haben und als ein nettes Feature, natürlich aufpreispflichtig, dann einen Soundprozessor hinzufügen, der dann so ein bisschen sich anhört wie ein Sci-Fi-Fahrzeug. Das hat dann so ein richtiges Geräusch beim Beschleunigen. Das wird jetzt nicht nach außen getragen, sondern das bekommen Sie als Fahrer direkt über die Soundanlage in den Innenraum, damit es für Sie sich noch sportlicher, dynamischer ja, und nach Zukunft anhört. Den können Sie glücklicherweise einschalten und abschalten. Also wenn Sie auf einer Rennstrecke unterwegs sind und Sie wollen das absolute Feedback vom Motor irgendwie auch hören, sofern es physisch ja nicht möglich ist, weil er ist ja nun mal flüsterleise, dann wird das eben für Sie einfach in die Fahrgastzelle hineingetragen. Das heißt, es wird emuliert. Das ist also nichts anderes, als ja, Sie zu vergaukeln. Jetzt wird man meinen, ups, da werde ich von der Fahrzeugindustrie ein kleines bisschen veralbert. Das ist schon seit eh und jeher so. Der R8 dort unten, den ich da mal als Beispiel genommen habe, der hat auch einen enorm gedämpften Motorraum. Motor ist ja Mittelmotor, das heißt, hinter ihnen ist dann der Motor aufgebaut. Und üblicherweise bei so einem V10-Motor, da kommen so einige Geräusche aus dem Auspuff raus. Und damit das im Innenraum noch brachialer klingt, hat man sich die Ingenieurs Kunst zugute genommen und die Innenscheibe, vor allem die Frontscheibe, lagernd gebaut. Also nicht einfach nur ausgeschäumt und reingeklebt, sondern die ist lagernd dort verankert. Das heißt, die Vibrationen vom Motor, die werden über die Frontscheibe in den Innenraum geleitet. Das ist eine ganz aberwitzige Geschichte, kostet kein großartiges Geld, weil es reine Mechanik ist. Ist einfach nur ein bisschen Hirnschmalz dort rein und die Vibrationen dieser Frontscheibe sorgen dann für so ein richtig knackiges Geräusch im Innenraum und sie denken dann, sie haben dort das absolute Aggregat hinter sich, obwohl es eigentlich, naja, auch durch die Gesetzgebung relativ leise ist, ne?
Motorräder genauso. Wenn sie mit einer Harley durch die Gegend fahren und dann werden sie mal angehalten, dann kommt dann ein Polizist auch nicht unbedingt und misst überall, wie stark denn der Chrom reflektiert, sondern die messen dann natürlich auch die Dezibelzahl, die hinten aus ihren TÜVen rauskommt. Und wenn die einen gewissen Wert überschreiten, dann dürfen sie mal zum lieben, netten ja, Spezialisten für ihr System da gehen und dann müssen die entweder Endtöpfe gar ausgetauscht werden oder, ich meine, wir erzählen ja hier auch nichts Neues, kann es natürlich dann noch sein, dass sie dann einfach eine Klappe wieder schließen, weil solche Auspuffrohre ja meistens beim TÜV dann schlüsterleise sind und kaum verlässt man den TÜV, dann sind sie plötzlich wieder brachial laut. Also so läuft das ja in der Industrie. Für den Außenbereich ist es ja für den E-Sound vorgeschrieben. Mittlerweile ja, aber es gibt keine Nachrüstung. Das heißt, wenn Sie so einen alten E-Up oder den allerersten Tesla, dieses Roadster, der auf dem Lotus Elysée aufbaut, besitzen, dann müssen Sie da keine Nachbesserungen vornehmen, sondern die bleiben, wie sie sind, also flüsterleise. Alles, was mittlerweile, ich sag mal, in der Pipeline ist, ID.3, ID.4 und ich sag mal von vielen anderen Herstellern dann eben auch die oder ja, die Elektroinitiative. Die müssen mit einem Soundgenerator ausgestattet sein für draußen, dass eben auch blinde Personen ja, diese wahrnehmen können. Das ist also irre wichtig. So, wenn wir diesen Loop uns anschauen, dann wird eben vorne irgendetwas erkannt, irgendetwas gehört und im Gehirn verarbeitet. Dann letztendlich kann auch was gespürt werden, weil irgendwas ein Ruckeln im Lenkrad ist oder sie einen Ruckeln in der Pedalerie oder sowas merken oder sie drücken das Bremspedal und merken, es verzögert nicht so, wie sie das gewohnt sind. Dann fängt das nette Ding dort in ihrem Schädel an zu arbeiten und auf Erfahrung basiert macht es dann irgendetwas. Das ist auch der Grund, weswegen Fahranfänger üblicherweise etwas unsicherer unterwegs sind als vielleicht ein Mitte 30, Anfang 40-Jähriger, der einfach schon ein gewisses Maß an Erfahrung hat. Das ist auch der Grund, dass wenn unerfahrene Person vielleicht eine Kreuzung fährt, die Ampelanlage ist ausgefallen, sie müssen nach Beschilderungen arbeiten, dass die sehr zaghaft an die Kreuzung heranfahren, immer so ein bisschen links und rechts gucken, die Situation nicht fehleinschätzen, aber eben mit einem unglaublichen Sicherheitsfaktor dann auflegen. Das heißt, wenn dann ein Fahrzeug 800 Meter von links kommt und ansonsten ist alles frei, dann neigen ungeübte Personen, die diese ganzen Dinge noch nicht abgespeichert haben können, die vielen, vielen Szenarien, dazu vielleicht doch erstmal noch zu verweilen, das Fahrzeug sozusagen Vorfahrt zu gewähren und dann erst von der Kreuzung weiterzufahren. Sie, und da schließe ich mich mit ein, mit 100 Jahren Fahrerfahrung, die gucken dann mal so nach links und sehen da irgendwo so im Halbschatten ein Auto, können möglicherweise die Geschwindigkeit, in dem es sich nähert, einschätzen, aber das eben nicht aufgrund einer Messung. Ihr Auge ist nicht in der Lage, ein Radar zu imitieren oder einen LIDAR oder einen Laserscanner oder was auch immer, sondern es sind einfach Erfahrungswerte, die sie dort haben. Und die bringen sie natürlich dann in die Fahrzeugführung mit rein und steuern dann mit Händen und Füßen, ja, das Fahrzeugkonstrukt. Und am Ende geht das natürlich in einem Affenzahn, also nicht getaktet auf 10 Millisekunden, sondern wirklich eben das, was Ihr Hirn in der Lage ist, und das ist einiges, immer und immer wieder. Das heißt, unterschiedliche Szenerien betrachten, unterschiedliche Szenerien auch bewerten können und dann eine Entscheidung treffen. Die muss nicht immer gut sein, die Entscheidung. Also viele dieser Entscheidungen führen ja auch zu Unfällen, weil man irgendwo ein unterschiedliches Risikoempfinden hat. Vielleicht hören Sie dieses Semester bei Herrn Fühner robuste Systeme. Robuste Systeme habe ich in den letzten Jahren immer gehalten gehabt und da war ein ganz großes, großes Pünktchen, was mir sehr, sehr wichtig war, die eigene Risikoeinschätzung. Und vor allem auch, dass man sich bewusst ist, jeden Tag aufs Neue auch Risiken einzugehen. Ist Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst. Aber wenn Sie morgens aufstehen, existiert ja rein mathematisch, aus der Stochastik, die kommen ja die Zahlen, ein gewisser Prozentsatz, dass wenn Sie aufstehen, duschen gehen, dass Sie in der Dusche ausrutschen und sich das Genick brechen. Diese Wahrscheinlichkeit ist irre klein. Also, ne?
die ist jetzt nicht irgendwie, dass das jedes dritte Mal passiert, sondern die ist natürlich wirklich, wirklich gering. Aber sie existiert. Würden Sie jetzt für alle Aktionen, die Sie tagtäglich ausführen, genauestens wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie daran zu Schaden kommen, möglicherweise sogar sterben, dann würden Sie wahrscheinlich das Haus nicht mehr verlassen. Das ist jetzt nicht so eine Anekdote aus Final Destination oder sowas, sondern das ist wirklich so. Ein tolerierbares Restrisiko ist das, was eigentlich jeder Hersteller von Produkten, sei es ein Stift, sei es ein Auto, eine Kaffeemaschine, sich bewusst sind. Das heißt, wenn Sie ein Messer in die Hand nehmen, dann ist, ich sag mal, dem Hersteller durchaus klar, dass Sie mit diesem Messer auch töten können. Ja? Also den Ehemann, die Ehefrau, die Freundin, Freund oder was auch immer. Das ist das damit machbar. Ne? Der appelliert aber darauf, dass Menschen, die ein solches Messer kaufen, das jetzt nicht unbedingt deswegen anschaffen, weil sie gerade einen Rochus auf ihre Schwiegermutter oder den Schwiegervater oder sonst was haben, sondern sie wollen es nutzen, um möglicherweise Gemüse zu zerteilen. Machen wir mal so ein Beispiel. Ne? Aber ich kann letztendlich mit vielen, vielen Konstrukten sie zweckentfremden und dementsprechend ist auch immer ein Risiko, dass man daran zu Schaden kommt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Privaten. Meine Schwester und ich, wir sind ja irgendwo in den 80er Jahren groß geworden und wir haben natürlich, wie jedes Kind, ja auch gespielt. Und man ist ja auch in alle möglichen Räume irgendwo gekommen, also auch dort, wo sich die Mutti schminkt und so weiter. Und da kennen Sie sicherlich diese Q-Tips. Ne? Also diese Ohrenstäbchen, sage ich jetzt mal ganz einfach, weil Q-Tip ist ja der Firmenname davon. Und weil man dann eben auch so als, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre alter Mensch schon so ein bisschen auch sieht, ah, da gibt es ja auch Außerirdische und als man in dem Alter an Außerirdische dachte, dann war das eben nicht ein Alien oder die Viecher aus Prometheus oder wie auch immer, sondern dann waren das letztendlich kleine grüne Männer mit so komischen Schreckohren. Also hat man sich diese Ohrenstäbchen ins Ohr gesteckt, eins links, eins rechts und ist dann durch die Gegend gehüpft. Man hätte nur stolpern müssen und genau auf dieses Q-Tip fallen müssen und zack wäre das Ding auf jeden Fall durchs Gehör, wenn nicht sogar noch schlimmer Richtung Gehirn gewandert und hätte fatale Folgen gehabt. Wenn man das weiß, weil man ein gewisses Maß an Erfahrung hat, dann wird man wahrscheinlich als Eltern in Zukunft so ein bisschen gucken und sagen, das da gefällt mir nicht, das ist nicht richtig. Also aufpassen, behüten und so weiter und so fort. Als kleiner Mensch ohne Erfahrung, ohne auch die Erfahrung zu haben, dass mal was schief gehen kann, hat man diese Risikoeinschätzung nicht. Ich erinnere Sie gerne mal an meine Kindheit zurück, dass man früher auch noch auf Bäume geklettert ist. Ja, das haben wir gemacht. Und ich empfehle es auch jedem, es heute auch noch mal auszuprobieren. Denn es ist natürlich die Erfahrung, die einen dann stärkt, wie hat das funktioniert, da hochzukommen. Es ist aber auch die Erfahrung, wie dolle tut denn das weh, wenn man da runterfällt. Um zukünftig dann auch die Entscheidung treffen zu können, mache ich das nochmal oder lasse ich das besser bleiben. Ne? Auf ein Fahrzeug abstrahiert, konzentrieren Sie sich einfach mal auf eine Kreuzung und Sie fahren da ran und da kommt irgendwie was von links, da kommt irgendwie was von rechts, aber es ist noch hinreichend weit weg. Jetzt kommt noch Zeitdruck, wie auch immer, Sie müssen unbedingt zur Vorlesung, Klausur oder sonst was kommen. Und wenn Ihr Risiko natürlich in den vielen, vielen Jahren aufgrund Ihrer Erfahrung einfach immer geringer eingeschätzt wird, dann geben Sie Vollgas und fahren über diese Kreuzung drüber. Wenn es funktioniert, machen Sie nicht diesen hier, pff, Gott sei Dank, sondern, ja, hat ja mal wieder funktioniert. Das ist dann Ihre Aussage dazu. Aber ich gebe Ihnen Brief und Siegel, das funktioniert nicht ewig. Irgendwann wird es so kommen, dass Sie dann mal einen Ditch von hinten kriegen oder von der Seite oder von Ähnlichem. Was dann passiert, sprich, ob Airbags auslösen, ob Sicherheitssysteme greifen, etc., das werden wir uns noch angucken. Das ist nämlich ein ziemlich großer Punkt noch in dieser Veranstaltung, dass wir uns auch mit den Sicherheitssystemen, den primären, aber auch den sekundären Sicherheitssystemen von Fahrzeugen beschäftigen werden. Hier und jetzt in diesem Loop sind Sie ganz alleine. Das heißt, es gibt kein Assistenzsystem, das Sie unterstützt. Das einzige und mittlerweile aus meiner Sicht auch noch immer am besten funktionierende ist das Ding hier oben drin. Das assistiert oder analysiert besser als jeder Sensor, schneller als jeder Sensor, verknüpft vor allem besser als jeder Sensor. Es sei denn,
Sie verknüpfen Sensoren, sie haben Sensorfusionen, wie es so schön heißt, sie haben maschinelles Lernen. Da muss ich leider gestehen, sind dann heutige Fahrzeugsysteme doch intelligenter als die Insassen zusammengenommen. Gut, ja, Sensorinformationen haptischer, akustischer Natur soll einfach nochmal so ein bisschen darstellen, dass auch viele, viele Dinge letztendlich auf dem Visuellen aufbauen. Ich will auf dieser Folie gar nicht so lange verharren, denn über einen Audiokanal habe ich da gerade schon einige Beispiele gebracht. Viel wichtiger finde ich das Dreieck, das wir hier uns anschauen werden, nämlich die Interaktion zwischen Fahrer, dem Fahrzeug und der Umgebung. Jetzt stellen Sie sich mal, oder ich denke mal, Sie können es schon so ein bisschen abstrahieren. Ich werde gleich ein paar Einblendungen dazu machen und den Rest dann können Sie mal den Chat benutzen, was Sie da so denken. Der Fahrer. Der gibt natürlich gewisse komplexe Strukturen auch in die Führung eines Fahrzeugsystems mit ein. Ganz, ganz wichtig, Erfahrung. Haben wir jetzt schon abgeklappert, da haben wir drüber gesprochen. Die Kompetenz aber auch. Also nicht nur die Erfahrung, sondern auch den Skill. Ich meine, nicht jeder ist zum Rennfahrer geboren, aber auch nicht jeder ist zum ja, gestrandeten Boje auf dem linken Fahrstreifen geboren. Die Persönlichkeit ist enorm wichtig. Sind Sie eine unglaublich aggressiv fahrende Persönlichkeit oder so ein bisschen gediegen? Eine Persönlichkeit kann sich auch mal ändern. Das heißt, Sie können auch mal morgens losfahren, alles ist gut, alles ist schön, der Tag ist schön, alles ist toll und auf einmal werden Sie angerufen und dann sagt Ihnen Ihr Chef, also auch wenn Sie jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, Sie brauchen nicht mehr kommen, Sie sind gekündigt und legt auf. Also ich glaube, bei so einem Szenario ist jedem klar, dass sich dann plötzlich auch mal kurzzeitig die Persönlichkeit ändern kann und von einer sehr gediegenen, freundlichen, netten Person zu einem kleinen Gollum mutiert. Health, also auch die Gesundheit, hat unglaubliche Einflussfaktoren. Stellen Sie sich vor, Sie haben mal so einen Schnupfen. Oder ich gucke mal so in die Runde, ich kann Sie ja jetzt natürlich nicht Männchen und Weibchen zuordnen. Aber wahrscheinlich haben wir in der Hörerschaft durchaus einige Weibchen und wahrscheinlich auch einige Männchen. Die Weibchen sind meistens, was sowas betrifft, relativ harmlos. Die haben ein hohes Risikolevel. Das heißt, sie wollen eigentlich nicht unbedingt ein Risiko eingehen. Das sind die Herren tatsächlich etwas schwieriger. Und gerade wenn es um eine sogenannte Männergrippe geht, ja, Männer. Da müssen wir uns jetzt alle mal bei der Hand nehmen. Das ist ein wichtiges Thema. Dann leiden wir möglicherweise. Die Augen, die Tränen, die Nase, die schnieft, der Hals, der tut weh, die Glieder und alles tut weh. Glauben Sie, dass Sie mit einem solchen Zustand noch in der Lage sind, vernünftig Auto zu fahren? Ja, natürlich, ne? Natürlich nicht. Also auch Ihr Gesundheitszustand hat natürlich auch Einfluss, wie gut oder wie schlecht Sie ein Fahrzeug führen können. Und das sind alles Instanzen, die kommen aus der Fahrersicht. Das Alter. Ich meine, ich habe meinen Führerschein mit 18 gemacht und habe dann beim ADAC damals dann auch Fahrsicherheitstraining gemacht, unter anderem eben auch Reaktionstests. Und in den Büchern, die Sie auch lesen und lernen sollen zur Führerscheinprüfung, wird ja etwa so gesagt, Sie haben so einen Delay, bis irgendwas aufwacht, von so etwa so einer Sekunde. Also die sogenannte Reaktionszeit. Ich habe das damals testen lassen, weit war bei einer Sekunde. Ich bin jetzt 35, ich habe es mit 30 Jahren das letzte Mal testen lassen und war bei 1,8 Sekunden. Also fast einer Sekunde mehr. Tendenz steigend, ne? Und ich fühle mich jetzt noch nicht dem alten Eisen irgendwo zugehörig, aber man merkt auch schon, dass mit dem Alter, und das ist gar nicht mal so weit gediegen, ich bin ja keine 60 oder 70, die Reaktionszeit einfach eine andere ist. Das hat was mit körperlichen Dingen zu tun, ne? Augen, Ohren, alles wird irgendwo ein bisschen träger oder kann gewisse Frequenzen nicht mehr wahrnehmen oder. Es hat auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Ach, da vorne, da ist ja ein Reh oder ein Hindernis, wenn Sie in so einem Simulator dann fahren. Ja, Sie kennen ja Ihre Bremsanlage, Sie wissen ja, was da los ist. Aber spätestens dann, wenn der Simulationsbetreiber Ihnen noch so ein paar Nettigkeiten hinzugibt, wie plötzlich regennasse Fahrbahn, schlechte Sicht, ein Scheinwerfer ist trüb und der andere irgendwie auch nicht mehr so ganz heile, dann müssen Sie darauf reagieren können. Und wenn plötzlich
eine Sekunde über Tod oder Leben entscheidet, von dem Wildschwein vor ihm, von dem Fußgänger vor ihm oder irgendetwas, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Eine Sekunde Differenz bei 100 Stundenkilometern auf der Autobahn können Sie auch gerne selber ausrechnen. Also das ist relativ viel, ob Sie nun vor einer Sekunde gebremst haben oder erst jetzt bremsen. Es kann also auch sein, dass Sie dann einfach den Unfall nicht mehr vermeiden können. Ne? Die Motivation und ja, das Awareness könnte natürlich auch nochmal ein Grund sein, weswegen dort der Fahrer einfach in diesem Dreieck eine enorme Rolle einnimmt. Jetzt mal kurz die Frage an Sie. Was denken Sie denn? Welche Rolle spielt denn die Umgebung bei der Fahrzeugführung? Also welche Aspekte werden denn dort berücksichtigt oder müssen berücksichtigt werden? Nachfolgenden werden wir natürlich auch nochmal auf das Fahrzeug an sich gehen, aber jetzt einfach mal die Umgebung. Für Sie die Frage in den Chat und das ist ja egal, ob auf Twitch oder auf YouTube, da kommt das ja beides an hier. Die Umgebung, was sagt die aus? Was muss die aussagen? Reibfaktor durch Glätte oder Feuchtigkeit. Also hier jemand, der wirklich sagt, es geht um die Temperatur, Lichtverhältnisse und so weiter und so fort. Ich mache mal, da das mit dem Chat ja schon angesprochen worden ist, gerade eben, dass das vielleicht nicht so gut zu sehen ist, mache ich Ihnen das hier nochmal ein bisschen groß. Reibfaktor durch Glätte oder Feuchtigkeit, ganz klar. Also, die Umgebung kann natürlich von den Witterungsbedingungen etwas trickreich sein. Im Sommer bei 35 Grad im Schatten ist das sehr wahrscheinlich, dass Ihre Reifen von dem Mischungsverhältnis her einen guten Kontakt zum Untergrund haben. Und wenn Sie dann das Bremspedal voll durchtreten, haben Sie auch die fast maximale Bremsleistung. Fast, kommen wir noch drauf, warum das nur fast ist. Obwohl, das kann ich gleich mal erwähnen. Wenn Sie mal eine Bremsscheibe sich angucken, so durch die Felge mal durchschauen, dann hat die sehr oft, ist sie so ein bisschen bräunlich, nennt sich dann Rost und also Korrosion, Flugrost und was es da so alles gibt. Wenn Sie dann zwei, dreimal schön gebremst haben, dann wird dann durch Ihre Bremsanlage dieser Rost auch abgetragen und dann ist die Bremsanlage auch fast wieder frisch. Assistenzsysteme, also Bremsassistenten heutzutage, die gehen sogar noch einen Schritt weiter, um die maximale Bremslast also wirklich auch erzeugen zu können, werden in brenzlichen Situationen, ich versuche das mal in die Kamera, so die Bremsbacken schon so nah an die Bremsscheibe geführt, dass es noch nicht zu einer Verzögerung kommt. Das heißt, es wird noch nicht gebremst. Aber dieses Andocken an die Bremsscheibe sorgt dafür, dass der ganze Dreck, Schmutz, Rost und so weiter abgetragen ist. Und sollten Sie dann wirklich eine Vollbremsung machen müssen, ist die Bremse für Sie auch wirklich vorbereitet. Dann können Sie da dementsprechend auch wirklich die komplette ja, Last dann auch auf Ihre Bremsanlage wirken lassen. Also Wetter, Lichtverhältnisse, das Environment, also eben auch, ist es gerade hell, ist es gerade dunkel. Es ist dann auch, wie Sie sehen, mit diesen Pfeilen ja auch miteinander verknüpft. Wenn Sie besonders alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihre Augen nicht mehr gut sind. Wenn es auch noch jetzt regnerisch ist und dunkel, dann sind das schon wieder zwei Dinge, die dafür sorgen, dass möglicherweise ja, dort durch Zusammenwirken des Fahrers und der Umgebung es zu kritischen Situationen kommen kann. Auch hier nochmal eingeblendet die Temperatur. Natürlich ist es ein herber Unterschied, ob ich bei 35 Grad mit Schweiß auf der Stirn, ohne Klimaanlage und so weiter dann durch die Gegend fahre oder ob ich das bei 27 Grad minus mache, indem ich komplett eingepackt bin, die Mütze am besten noch bis zu den Augen hier runter, Handschuhe an, am Zittern und so weiter und so fort. Auch hier wieder zwischen Fahrer und dem Environment die Brücke zu schlagen. Die Straßenoberfläche, ganz klar. Für diejenigen, die noch nie bei uns beim Campus waren, also am EXA oben, wo die Informatik angesiedelt ist, weil sie es noch nicht mussten, weil eben das Semester ein Online-Semester ist. Wir haben da Kopfsteinpflaster. Also an eigentlich den kompletten Campus ringsrum, die Fahrbahn ist mit Kopfsteinpflaster ausgestattet. Jedes Jahr aufs Neue bete ich zum Wettergott, dass wir Schnee haben zu Weihnachten, weil ich das irgendwo schön finde.
und dann nicht mehr fahren muss, weil dann packe ich das Auto in die Garage und kann nur noch genießen, ne? Gerade so zur Weihnachtszeit ist das schön, wenn man dann Urlaub hat, nicht auf Klausuren sich vorbereiten muss und so weiter. Kommen Sie auch noch hin, das dauert nur noch ein bisschen. Und wenn dann aber das tatsächlich vor der Urlaubszeit passiert, also so, ich sag mal so Anfang Dezember, wo wir noch normale Vorlesungen haben unter normalen Umständen, dann merken Sie plötzlich, wie kompliziert es ist, von einer Fahrbahn, sprich die Salzdahlumer Straße hochzufahren oder runter, wenn Sie von den Dörfern kommen, einzubiegen auf den Campus und plötzlich ein ganz anderes Fahrverhalten haben. Plötzlich rutscht alles so ein bisschen mehr. Plötzlich ist die Lenkung irgendwie auch noch viel, viel ja, weniger agil. Von Bremsen möchten wir gar nicht erst zu sprechen, denn auf einer solchen Fahrbahn ist es natürlich dann auch noch mal ein bisschen komplizierter und komplexer, dann auch zu bremsen. Das ist jetzt Auto. Denken Sie mal ans Fahrrad, wo Sie wirklich wenig Kontaktfläche, wenig Kontaktfläche haben zum Untergrund. Da fliegen die Leute reihenweise auf die Nase und nachweislich, also das haben wir schon mehrfach erlebt und mehrfach gesehen, toi, 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 da ist nie was Schlimmes passiert, aber ne, die Umgebung hat da einen unglaublichen Einfluss. So, Anzahl der Verkehrsteilnehmer oder auch der Hindernisse ist auch ein Grund, ne? Also wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und da ist dann plötzlich irgendwie ein Reifen geplatzt von einem LKW und der liegt auf der Mittelspur und Sie sehen das, dann haben Sie wenig Möglichkeiten zu reagieren, weil sicher wäre, erstmal in die Spiegel gucken, was kann ich überhaupt tun, nicht einfach nur links oder rechtsseitig ausweichen, auch sicher wäre in die Eisen gehen, aber erst dann, wenn Sie das Hindernis sehen, sind das ja vielleicht noch 100, 150, 200 Meter, die Sie überbrücken. Die Sekunde, die vergeht, um es überhaupt wahrzunehmen, die weitere Sekunde, die darüber vergeht, zu entscheiden, was mache ich denn jetzt überhaupt, kann dazu führen, dass Sie schon so nah an dem Hindernis sind. Wenn Sie dann eine Vollbremsung machen, fahren alle hinten rein in Sie. Also auch da grundsätzlich drüber nachdenken oder grundsätzlich sich im Klaren sein, dass Sie nicht nur beim Fahren und Führen eines eigenen Fahrzeuges solche Entscheidungen tagtäglich treffen müssen und auch solche Dinge sensieren müssen, sondern all diese Konzepte, die Sie gerade sagen, sind natürlich Einflussfaktoren von künftigen Assistenzsystemen oder vom autonomen Fahren. Also, wenn Sie da Interesse haben und später eben mal autonome Fahrzeuge bauen, konstruieren, programmieren wollen, dann sind das alles kleine Punkte, die Sie adressieren müssen. Also wirklich Dinge, die Sie in Ihrem Anforderungskatalog auf der Agenda haben müssen und abarbeiten müssen. Wie reagiert Ihr System denn bei regennasser Fahrbahn? Wie reagiert es denn im Sommer, im Winter, im Herbst? Und das nicht nur auf europäischen Straßen, sondern auch auf amerikanischen, afrikanischen, auf Straßen auf Grönland oder. Bei dichter Vegetation an Kreuzung fährt man noch langsamer ran. Ja, sollte man. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere durchaus auch Spaß hat, und ich kenne es aus dem Privaten raus, auch wenn man Motorrad fährt. So die Strecke von hier Richtung Clausthal-Zellerfeld durch die Serpentinen bei Goslar, das ist natürlich eine schöne Strecke, um sich auch mal ein bisschen reinzulegen in die Kurven und so weiter und so fort. Und das Vegetation, Leitplanken, alles natürlich auch drumherum. Da muss ich ganz ehrlich sein, das neigt nicht dazu, dass ich tatsächlich langsamer fahre. Auch Alleen, also wo man lang fährt und links und rechts sind Bäume, da muss nur eine Kleinigkeit passieren. Wirklich eine ganze Winzigkeit, ein Reifenplatzer oder was auch immer, und sie hängen im Baum. Wenn Sie das aber adressieren, wenn Sie das wissen, wenn Sie das einschätzen können oder sogar schon mal eine schlimme Situation erlebt haben, dann werden Sie ganz automatisch, wenn die Vegetation näher heranrückt oder, werden Sie möglicherweise verzögern. Nicht mit 100 dort entlang bügeln, sondern vielleicht nur noch mit 80 oder einer anderen Geschwindigkeit. Das ist natürlich für die hinter Ihnen dann immer ein ärges Problem. Die machen dann Lichthupe und wollen, dass Sie dann dementsprechend wieder 100 fahren. Aber Safety first, wie es so schön heißt. Vielleicht haben Sie es ja richtig eingeschätzt und derjenige, der legt sich dann um den Baum eben beim versuchten Überholmanöver. So, die Flunder hat auch noch was gesagt. So, bin da auf einem Kopfsteinpflaster auch bei leichtem Regen schon des Öfteren quergekommen. Ja,
Und dann kommt es dann stark darauf an, was habe ich für ein Fahrzeug. Ein Allrad verdankt unglaublich viele Fehler und unglaublich viele unterschiedliche Untergründe. Ein Fronttriebler verzeiht auch sehr, sehr viel. Wenn er denn mal quer kommt, Vollgas geben, dann zieht sich das alles wieder gerade. Spätestens, wenn Sie so einen BMW mit Heckantrieb haben, das sehr viel Spaß machen kann. Ne? Also auch im Winter oder auch mal auf regennasser Fahrbahn so ein bisschen querstehen in einem Kreiselverkehr, das macht Spaß. Man muss es aber auch können. Und einen Fehler an der Lenkung dann, sprich zu viel gegengelenkt, zu wenig wieder hinzugefügt und so weiter und so fort, sorgt dann für sogenannte Dreher. Dann überholt Ihr Heck. Mercedes kann das im Übrigen auch, danke. Dann überholt ihr Heck und ich denke mal, dass wir alle dann spätestens in dieser Situation kann das auch ein Michael Schumacher oder Herr Vettel nicht mehr retten. Wenn das Heck derartig ausbricht, dann ist das einfach ein Automatismus, der abläuft. Da können Sie machen, was Sie wollen. Sie drehen sich. Und wenn Sie dann nicht auch noch ein gewisses Maß an Erfahrung haben, dann drehen sie sich auch nicht nur einmal, sondern vielleicht zweimal, dreimal, bis sie in irgendeinem Hindernis landen. Ne? Gucken Sie sich Rennen an von der Formel 1 oder der DTM, da wird sich auch regelmäßig mal gedreht, aber die schaffen das dann eben aufgrund ihrer Erfahrung nach dem ersten, zweiten Dreher irgendwie dann doch zum Stehen zu kommen und auch noch in der richtigen Richtung zu stehen. Probieren Sie das bitte nicht aus auf einer regennassen Fahrbahn und einer Allee, sondern da kommen die Bäume dann tatsächlich um ein Vielfaches näher. So, genau, ging auch um das Kopfsteinpflaster am Campus, ganz genau, und mit einem Mercedes möglicherweise. Also das sind Dinge, achten Sie da bitte drauf. Ich versuche das für Sie hier jetzt mal wieder einzublenden. Also die Situation an sich, der Verkehr, haben Sie auch gesagt, die Straße. Die Sichtbarkeit, die Weather Conditions, also die Wetterbedingungen, ist es schön, ist es nebelig. Oh, Nebel ist auch ein wichtiges Thema, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns Radartechniken angucken. Denn durch Nebel können Sie natürlich schlecht durchgucken. Das ist dann oftmals so, gerade so zum Beginn im Herbst, das hatten wir jetzt ein paar Tage hier auch auf dem Weg zur Arbeit, also auch zum Campus, war das durchaus sehr nebelig, dass man also 50, 60 Stundenkilometer verzögern musste, einfach weil man nichts mehr vor sich gesehen hat. Das ist dann irgendwie so eine kleine, was weiß ich, einen Abschnitt von einem Kilometer und zack, hat man wieder volle Sicht. Aber genau das, so schnell wie es kommt, so schnell geht es auch wieder, sorgt dann letztendlich dafür, dass das Ganze möglicherweise zu problematischen Situationen führt. Spielen wir das gleiche Spiel in Grün mal fürs Fahrzeug. Auch mal von Ihnen gerne im Chat. Ein paar Hinweise, wie denn das Fahrzeug dort in dieser Verkettung von unterschiedlichen Aspekten eine Rolle spielen kann. Ich meine, wir haben jetzt den Fahrer mit seinem Alter, Motivation und auch Gesundheitszustand schon erwähnt. Natürlich kommen dann nochmal die Umgebung von Wetter, wie viele Fußgängerinnen darum, die Beschaffenheit der Straße dazu. Aber welche Faktoren kommen denn auch vom Fahrzeug selbst? Da gerne den Chat nutzen. Ich warte immer und überbrücke immer akustisch noch ein bisschen, weil ich genau weiß, dass Sie da ja ein gewisses Delay auch besitzen. Kann man immer gut auch nochmal einen Schluck aus der Tasse nehmen. Das hilft dann auch. Und ja, welche Faktoren bietet denn das Fahrzeug an sich? Denken Sie gut und gern nochmal über den technischen Überwachungsverein nach, also dem TÜV. Warum ist denn das so wichtig, den TÜV zu machen? Und gerade in dieser Konstellation hier, in diesem Dreieck. Oh, jetzt sind Sie aber schüchtern. Ich blende Ihnen einfach mal ein paar Dinge ein. Das Fahrzeug, der Typ. Das Fahrzeug spielt auch schon mal eine Rolle. Ist das so ein kleiner Flitzer, der wenig wiegt und für sein weniges Gewicht aber viel Leistung auf die Achse bringt? Oder ist das so ein tonnenschwerer SUV, der dann automatisch auch ordentlich breite Bereifung hat? Die Kondition Ihres Fahrzeugs, also ist das wirklich in einem guten Zustand oder ist es eher, ja,
ein Fahrzeug, das möglicherweise in den nächsten 2 Jahren nicht nochmal einen TÜV erhalten wird. Das Equipment, also wie gut ist denn möglicherweise Ihre Bremse? Wie gut ist denn möglicherweise auch Ihr Reifen? Denn vielen ist das ja gar nicht so bewusst. Die meisten denken ja, ups, ich brauche eine tolle Bremsanlage, am besten Keramikbremse, innenbelüftete Scheibenbremse und so weiter und so fort, weil dann habe ich einen kleineren Bremsweg. Das ist richtig. Desto bessere Bremsanlagen Sie haben, desto größer die auch dimensioniert ist, desto schneller kommen Sie zum Stehen. Aber die Investition in Leib und Leben, die eigentlich den meisten Einfluss hat, ist Ihre Bereifung. Und üblicherweise wird man immer, schließe ich mich nicht aus, wenn es dann darum geht, ich bräuchte neue Winterreifen, oh, ich bräuchte neue Sommerreifen, oh, ich habe aber gerade irgendwie wenig Geld oder ich musste wieder Geld in Brettspiele investieren oder wie auch immer, dann neigt man dazu, vielleicht dann doch nicht den Mercedes unter den Reifen zu nehmen, sondern irgendetwas anderes. Die sind nicht schlecht. Also ich will jetzt keine Bresche schlagen, dass man nur noch irgendwelche Top-Reifen kaufen muss und auf seine Fahrzeuge bringen muss. Das auf gar keinen Fall. Aber achten Sie auf ein paar Faktoren. Ne? Es hat einen Grund, warum der Top-Reifen 150 Euro einzeln kostet. Und es hat auch einen Grund, warum der weniger gute Reifen, wobei das immer relativ zu sehen ist, für 40 Euro zu haben ist. Ne? Gibt immer da Gründe, die dafür und widersprechen. Fahren Sie lang, viel und oft, macht es auch Sinn, vielleicht in eine Mischung, also da müssen Sie dann noch ein bisschen in die Werkstoffkunde sich eingliedern. Das Mischungsverhältnis eben Ihrer Reifen, wie ist das aufgestellt? Ist das dann doch eher etwas, was bei Hochgeschwindigkeiten eine Rolle spielt oder ist das etwas, wo Sie auch bei niederen Geschwindigkeiten von profitieren? Sie brauchen keine Reifen, die normalerweise auf einen Porsche gehören, auf einen Seat Marbella oder sowas draufziehen. Das macht keinen Sinn. Sondern immer in Relation. Aber bedenken Sie bitte, der Reifen ist das, was die Kontaktfläche zwischen dem Untergrund, sprich dem Asphalt und Ihrem eigenen Auto ausmacht. Also näher an die Probleme kommen Sie gar nicht. Das heißt, der Reifen, das ist die Kontaktfläche, wenn Sie die verlieren, dann hilft Ihnen kein Assistenzsystem dieser Erde, dort möglicherweise eine schlimme Situation oder sowas dann präventiv abzuwenden. Ein I/O, ja, also Input-Output, natürlich gehört das auch dazu, wenn Sie, gerade bei Assistenzsystemen spielt das eine Rolle, wenn die einen großen Prozessor beherbergen und richtig schnell agieren und richtig schnell rechnen. Dann haben Sie natürlich auch eine höhere IO-Last. Das heißt, also Sie können auch möglichst schnell reagieren. Aber es macht natürlich auch wenig Sinn, wenn Ihr Fahrzeug über einen Radarsensor verfügt und jeden einzelnen noch so kleinen Schraubenkopf, der bei einem Gullydeckel zu sehen ist. Gehen Sie heute Nachmittag gerne mal spazieren, gucken Sie sich mal einen Gullydeckel an. Da sehen Sie solche Riffelungen, Vertiefungen, die ein oder anderen Schraubenkopf vielleicht und so weiter und so fort. Ich werde Ihnen das noch präsentieren, wie so eine Punktwolke von einem Radar ausschaut. Sie können mit einem Radarsignal auf jeden Fall jede einzelne Vertiefung und jeden einzelnen Schraubenkopf sehen. Der ist in Ihrer Punktwolke drin. Und wenn Sie jetzt natürlich, es geht jetzt natürlich ein bisschen auch in die Assistenzsysteme hinein, keine Frage. Wenn Sie dort Fehlinterpretationen machen, dann hat es ja was mit Abständen zu tun. Und der Gullydeckel ist möglicherweise näher an Ihnen dran als das Fahrzeug, das vor Ihnen fährt. Und durch Fehlinterpretationen dieser Einstufungen, dieser Einbuchtungen vom Gullydeckel kann es als ein Fahrzeug diagnostiziert werden und dann machen Sie eine Vollbremsung vor jedem Gully. Wie sinnvoll das ist, können Sie für sich selber entscheiden, aber ich verrate Ihnen, es ist nicht sehr sinnvoll. Noise Level, also auch die Akustik. Ich spreche jetzt nicht von einem V8-Brummen, das dem einen oder anderen auch wirklich auch einschlafen lässt, weil es so schön ist. Ich gehe davon eben aus, dass eben gewisse Geräusche dann, gerade wenn sie auftauchen, wieder verschwinden, plötzlich wieder auftauchen und verschwinden, dass es sie so ein bisschen stutzig macht. Also die Achse zu dem Fahrer hoch ist hier jetzt letztendlich gemeint. Was war denn das für ein Geräusch? Warum hat denn das auf einmal so geknallt? Oder wie auch immer. Und auf einmal sind sie eigentlich gedanklich
nicht mehr beim Führen ihres Fahrzeuges, sondern sie sind erstmal, oh Gott, was ist denn hier passiert? Ist mir ein Reifen geplatzt? Sie gucken dann wahrscheinlich nochmal irgendwie links und rechts, sie gucken in den Rückspiegel, ob da irgendetwas ist und so weiter und so fort. Ist auch eine witzige Nummer im Winter. Wenn sie nämlich im Winter unterwegs sind, dann liegt ja manchmal Schnee. Und manchmal ist es auch so, dass dieser Schnee ja weggetragen wird an diese Seitenwandungen der Straße durch einen Schneepflug. Und dann gefriert das nachts. Das heißt, dieser Schnee wird mit Salz versetzt, wird ein bisschen aufgelöst, natürlich durch den Schneepflug und durch die Räumungsfahrzeuge. Und dann hat man so an der Seite so ein buntes Potpourri an Rollsplitt, schon etwas angeschmolzenem Schnee, ein Salzgemisch, das sich irgendwo auch auflöst. Und dann kommt noch die dritte Instanz, so Kinder, die dann sagen, oh, so ein schöner Brocken hier, den nehme ich mal ab und werfe den mal auf die Straße und freue mich dann. Und am nächsten Morgen fahre dann, ich nehme dann mich mal jetzt einfach als Beispiel, fahre ich dann über diese Strecke, so ein bisschen schlaftrunken, ein bisschen müde und auf einmal kracht's, macht so Bumm. Und dann sagt man sich auch, was ist denn da passiert? Habe ich ein Kind überfahren, etc., etc. Dann steigt man möglicherweise noch aus, guckt sich sein Auto an und siehe da, hat man vorne so einen richtig schönen weißen Fleck, weil man volle Kanne gegen so einen Schneeball gefahren ist. Es geht in den meisten Fällen gut, weil das Auto härter ist als ein Schneeball. Aber gerade in so Situationen morgens, wo sie vielleicht noch ganz andere Sachen im Kopf haben, kann jedes Geräusch, das irgendwo unerwartet kommt, sie komplett aus dem, ja, aus diesem Fahrzeug führen, verarbeiten, navigieren, stabilisieren und sowas aushauen. Definitiv. Also es ist genauso gefährlich wie ein schreiendes Kind auf der Rücksitzbank, wo man sich dann umdreht und erstmal irgendwie versucht zu versorgen. Auch das Klimalevel in ihrem Fahrzeug, da habe ich schöne Forschungen gesehen zu, was denn das mit uns als Mensch macht. Ob ich nun mit einem klimatisierten Fahrzeug fahre, und ich spreche dann so von Umgebungstemperaturen, ja, so 35 Grad können wir in Deutschland ja erreichen, und dann wird ja wohl runtertemperiert auf 22 Grad. Ob das jetzt sinnvoll ist für den Körper, das dann immer gleich derartig krass zu machen, ist eine andere Sache, aber sie werden einfach aufnahmefähiger. Sie werden vom Stresslevel deutlich ruhiger agieren, ihnen geht es gut. Wenn Sie jetzt gar keine Klimaanlage verfügen und hecheln sich da einen ab bei 35 Grad im Auto, dann ist das jahrzehntelang auch gut gegangen. Denn bevor es Klimaanlagen gab, sind unsere Eltern, Großeltern ja auch in Urlaub gefahren. Und das ging auch gut. Aber es ging eben auf eine andere Art und Weise gut. Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben sich darauf eingelassen. Ihnen war bewusst, dass das jetzt heiß wird, die Nummer. Und haben möglicherweise auch mehr Pausen eingeplant. Was ich damit sagen möchte, ist eben, dass diese Pfeile, die ich hier präsentiert habe in diesem Dreieck, das sind Transitionen, die wirklich Interaktionen zu jedem einzelnen dieser Punkte auch ausmachen. Das heißt, alle diese drei Komponenten haben einen enormen Einfluss auf, ich sag mal, auch die Konzeption, die Bearbeitung, aber eben auch das Testen von Assistenzsystemen oder generell Fahrzeugsystemen. Hat er gesagt, habe ja mal Fahrzeugtechnik studiert. Das heißt, ich möchte Sie natürlich hier und jetzt nicht langweilen, wie ist eine Bremse, wie ist ein Motor aufgebaut und all solche Sachen. Aber vom ganz, ganz kleinen bis ganz, ganz große, und da stecken dann eben nicht nur, und die Kette hängt dann auch, geht weiter als die Grenze des Fahrzeuges an sich, sondern wir haben dann Verkehr. Gucken wir uns auch nochmal an, was passiert denn, wenn ich da Verkehr dann noch mit einbeziehe. Wir haben vor allem eben auch unterschiedliche Charaktere, ganz klar. Wenn Sie da langsam über die Autobahn fahren, dann kennen Sie das sicherlich, dass dann Lichthupe mal von hinten kommt. Finde ich übrigens persönlich immer super witzig. Meistens so im Winter muss ich zu so einem Kongress nach Stuttgart fahren, habe dann das Auto voll mit Studenten, dass wir dort eben gemeinsam diesen Kongress dann noch besuchen können. Und generell fährt man dann ja auch etwas gesitteter, weil man ja auch sich unterhalten will und so weiter. Und ab Baden-Württemberg kommen dann plötzlich die ganzen Porsches ins Spiel, die dann auf winterlichen Straßen dann bei, man fährt selber schon 140, dann mit Lichthupe und keine Ahnung, dann hinter einem auftauchen. Da muss man dann auch ruhig bleiben, ne? Das hilft dann einfach nichts. Dann ist man halt kurz mal der Opa mit der Klorolle hinten drauf und kommt aber sicher und vor allem auch ausgeruht an. Das Gleiche gilt auch, was Geschwindigkeiten betrifft. Vielleicht auch mal eine Anekdote aus dem Privaten.
Meine Eltern hatten früher Bekannte in Dortmund und ich komme ja bekanntlich irgendwo so aus der Ecke Salzgitter, Braunschweig, Wolfenbüttel. Und das war dann immer durchaus ein netter Ritt, die am Wochenende dann auch besuchen zu fahren. Das heißt, freitags nachmittags ist man dann losgefahren und irgendwann in den Abendstunden kam man dann dort an. Und mein Vater ist dann immer gefahren und es war eigentlich egal, ob er Vollgas gegeben hat und 2 Stunden und ein halb, 2,5 Stunden gebraucht hatte oder ob er gediegen gefahren ist und hat 3 Stunden gebraucht. Denn was man gemerkt hatte, war das Stresslevel vom Papi. Der kam nämlich völlig, na, ich will nicht sagen durchgeschwitzt, aber am Ende seiner Kräfte, mehr oder weniger, dann in Dortmund an, hat dann seinen Kaffee getrunken und sowas, da war alles wieder gut. Aber wirklich anstrengend, weil er mit 180 über die Autobahn und immer hier mal wieder verzögern, wieder Gas geben, aufpassen und so weiter und so fort. Das hat eben auch irgendwas Physisches gemacht. Als er einfach nur mit 140 Tempomat und immer mal so ein bisschen links- und rechtsseitig dem Verkehr mitgeflossen ist, hat das nicht mal eine halbe Stunde länger gedauert und der war topfit. Ne? Und wenn ich so lange Strecken selber mache, also auch nach Stuttgart fahre, es ist dasselbe in Grün. Probieren Sie es mal mit Ihrem Navigationssystem. Also, wenn das sagt, Sie kommen dann und dann an, ob Sie jetzt mit 140 über die Autobahn fahren oder mit 200, das hat natürlich einen Effekt auf die Zahl, wie früh oder wie spät Sie ankommen, aber nicht den Effekt, dass Sie plötzlich eine Stunde einsparen, sondern das sind wenige Minuten, die Sie einsparen. Mit mehr Spritverbrauch, mehr Stress, mit allen Faktoren, die damit einhergehen. Und da möchte ich Sie schon mal ein bisschen darauf avisieren, dass es natürlich immer um das große Ganze geht, ne? Einzelne Faktoren darin eben ganz individuell vielleicht auch ausprägen, aber im Großen und Ganzen betrachtet macht es wenig Sinn, nur aufgrund des Zeitlichen dort Vollgas zu geben. Wenn Sie auf dem Nürburgring unterwegs sind, da ist das natürlich ein anderes Gesetz, das ist ganz klar. Klassifikation von Assistenzsystemen und vor allem Fahrerassistenzsystemen. Also ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, aber Advanced Driver Assistance Systems ist die Abkürzung im Angelsächsischen für Fahrerassistenzsysteme. Und mir ist es völlig egal, in einer Klausursituation oder im Slido oder wie auch immer, wenn ich von Ihnen mal verlange, dort etwas niederzuschreiben, ob Sie das ADAS nennen, ob Sie das FAS, also Fahrerassistenzsysteme nennen, ob Sie es ausschreiben, ob Sie es abkürzen, ich verstehe das beides. Und mir ist wichtig, dass Sie den Hintergrund verstanden haben und nicht nur die Vokabel. Ne? Also ich werde nicht eine Frage stellen, was bedeutet ADAS, weil da steckt die Antwort schon drin. Das ist nämlich einfach nur eine Abkürzung. So, da kam noch mal was im Chat. Mache ich ihn auch noch mal groß hier. Ich bin immer von Wob nach Wolfenbüttel zum Studieren gefahren und war circa oder war mit 100 circa 45 Minuten unterwegs und mit 170 irgendwie 40 Minuten. Also komplett nicht worth, ja. Ist so. Es ist, wenn man die Zahlen einfach so gegenüberstellt und ich sag mal einen Dreisatz verwendet, dann wird immer die höhere Geschwindigkeit siegen, mathematisch gesehen. Aber die Umgebung fährt langsamer. Dann kommen Sie mal auf die mittlere Spur. Dann fahren plötzlich Leute mit noch höheren Geschwindigkeiten an Ihnen vorbei. Das heißt, Sie kommen gar nicht mehr auf die linke Spur oder müssen ein bisschen warten, bis Sie wieder beschleunigen können und so weiter. Also Sie haben eigentlich mehr Gas geben, verzögern Elemente, als wenn Sie einfach auf der Mittelspur bleiben, 140 in Tempomat eingeben und dann ist die Sache geritzt. Ne, gerade so die Zulieferautobahnen hier von Wolfsburg und Umgebung, 39, 391 und so weiter und so fort, sind Paradebeispiele dafür, dass man eigentlich mehr im Stau steht. Nicht, weil ein Unfall existiert, sondern weil eben diese unterschiedlichen Faktoren dort eine Rolle einnehmen. Leute, die wirklich auf der linken Spur Gas geben, dann aber plötzlich auf die ganz rechte Spur müssen, weil sie ja die Ausfahrt befahren wollen. Und da kommt es dann zu brenzlichen Situationen. Einer muss dann ein bisschen mehr bremsen als der andere. Und das schiebt sich alles nach hinten weg. Wir werden uns das noch angucken. Ich werde für Sie da mal eine Simulation machen, indem wir wirklich sehen, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt 100 fahre in eine solche Szenerie rein oder wenn ich nur 70 fahre oder wenn ich 200 fahre, was für Einflussfaktoren das dann noch hat. Also von daher vielen, vielen Dank auch nochmal für die Anekdote hier im Chat, das ist auf jeden Fall etwas, was der Wahrheit entspricht. Also diese 5 Minuten, wenn Sie das
jeden Morgen machen, dann werden sie merken, dass sie eben auch möglicherweise 100, 200 Kilometer weniger weit kommen mit ihrem Tank. Das muss einem auch klar sein. Gut, nochmal zu den Klassifikationen. Also sie sind oft multidimensional, ne? Also das gegen das oder das gegen das gegen das. Und deswegen ist dort diese Kategorisierung auch eigentlich relativ wichtig, denn sehr oft kommen dann Begrifflichkeiten mit aktiv oder passiv zu tragen. Also ist es ein System, das aktiv eingreift, oder ist es ein System, das passiv eingreift? So, haben wir nochmal was? 170 gleich zweimal in der Woche tanken, 100 gleich einmal in der Woche tanken. Ja, also das muss man jetzt nicht ausrechnen. Ich denke, das Gefühl, dass diese Nachricht, also danke auch nochmal dafür, hier so ein bisschen ausmacht, ist eben der Ressourcengebrauch, ne? Also mit einem Verbrennungsmotor gehe ich davon aus, weil Sie von Tanken sprechen. Das geht natürlich relativ schnell. Man hat noch 5 Kilometer im Tank, man fährt zur Tanke, 2, 3 Minuten hält man den Rüssel dort rein, bezahlt seine paar Mark 50 und hat wieder 700, 800, 900 Kilometer Reichweite. Wenn Sie das mit einer E-Maschine machen, also einem Elektroauto, dann wird das ein ganz anderes Feeling. Plötzlich haben Sie da noch 5 Kilometer im Tank und das heißt für Sie aber 6 Stunden warten, bis das Auto wieder aufgeladen ist. Jetzt schlagen Sie mich nicht, ich bin selber, ich weiß, dass es auch Schnellladesäulen gibt, aber auch dort ist die technische Hürde gerade so bei 30 bis 35 Minuten. Das heißt, dieses, ach, ich tanke morgen früh, wird schon passen, bis ich dann zur Arbeit oder zur Uni komme, das wird es mit dem E-Auto nicht geben. Und ich werde versuchen, in dieser Veranstaltung auch die Elektromobilität noch ein bisschen zu integrieren, weil sie mir A persönlich am Herzen liegt und B mir am Herzen liegt, dass man eben auch mal die Schattenseiten der Elektromobilität beleuchtet. Denn mittlerweile ist es in den Medien sehr verpönt worden, einen Diesel zu fahren, sehr verpönt worden, einen Verbrennungsmotor zu fahren. Es ist eigentlich irgendwie nur noch, wenn man heutzutage sich ein Auto kauft, steht eigentlich nur noch zur Debatte, ist es ein Hybrid oder ein Elektrofahrzeug. Nur damit die Nachbarn dann eben nicht mit der Nase rümpfen und sagen, oh, was hat er denn da schon wieder gekauft? Wir werden in Zukunft alles haben. Verbrenner, wir werden haben Elektrofahrzeuge, wir werden Hybridfahrzeuge haben, wir werden aber auch Fahrzeuge haben, die mit alternativen Antrieben in Form von weiterhin Verbrennungsmotor, aber möglicherweise eine Brennstoffzelle. Weiterhin Verbrennungsmotor, aber möglicherweise Wasserstoff. Also, was ich damit sagen möchte, diese eine Lösung, die alles Problem dieser Erde ad acta legt, die wird es nicht geben. Und wir werden in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten dort eine unglaubliche Diversifikation auf den Straßen haben zwischen Autos, die eine H-Plakette haben, also wirklich Oldtimer sind, die üblicherweise Diesel oder auch Benzin fahren und tanken, aber eben auch First Generation ID3, ID4, First Generation Tesla und so weiter auf den Straßen haben und natürlich dann Second, Third, Fourth und so weiter. Da möchte ich Sie einfach ein bisschen drauf vorbereiten. Da muss man ein bisschen Hintergrundwissen zu aufbauen und das möchte ich mit Ihnen dann in einem zusätzlichen Folienfilm dann einfach auch nochmal bewerkstelligen, sodass Sie dann nicht nur Assistenzsysteme können, dass wir nicht nur auch über autonomes Fahren gesprochen haben, sondern natürlich dann auch über alternative Antriebe. Thema autonomes Fahren, gerade Sie als Master hatten ja die große Hoffnung, dass wir diesen autonomen Fahren-Workshop gemeinsam irgendwie durchbringen können. Im Studiendekan habe ich gesprochen gehabt, dass wir das eben nicht nur durch Corona, sondern einfach auch aufgrund dessen, dass es ja ein Workshop ist, das heißt, dass sie da wirklich was arbeiten können müssen, so nicht durchzuführen ist. Es tut mir leid an der Stelle, aber ich habe mich so ein bisschen am Wochenende hingesetzt und Folienmaterial erarbeitet, um Ihnen auch das Thema autonomes Fahren, bei vielen ist ja einfach nicht nur, Sie wollen diese Credits haben, sondern vielen geht es ja darum, dass das Wissen im Hintergrund einfach zu besitzen. Ein bisschen was vorbereitet, damit wir auch dort gemeinsam ja, was etablieren können. Konventionell oder Convenience und Safety. Da kommen so Begrifflichkeiten jetzt zu Trage, die wir auch klären müssen. Denn gerade im Englischen, und deswegen sind die Vorlesungsunterlagen auch Englisch, haben wir einige Begrifflichkeiten, die viel, viel feingranularer sind, von der Auflösung her, als es im Deutschen der Fall ist. Gerade Safety und Security sind zwei Paradebeispiele dafür,
die wir im Deutschen beides mal mit Sicherheit beschreiben. Ne? Also nehmen Sie einen Google Translator, schreiben Sie Safety rein, dann kommt da das Wort Sicherheit im Deutschen raus. Schreiben Sie Security rein, kommt das Gleiche raus. Und diese Problematik, die haben wir eben im deutschen Sprachgebrauch. Man löst das oftmals in Büchern, Veröffentlichungen etc., dass man dann immer von Sicherheit in Klammern Safety spricht und dementsprechend eine ganz andere Domäne fokussiert, als es eben der Fall wäre, wenn man über Security spricht. Das ist immer der Punkt in der Vorlesung, also jedes Jahr aufs Neue, wo man dann mal so ein paar Beispiele geben muss. In der Fahrzeugtechnik dreht sich eigentlich seit Jahrhunderten alles um Safety. Wir sollen oder die Entwicklung geht dahin, dass der Insasse geschützt wird, dass es zu keinen Unfällen kommt, dass die Bäume, gegen die man möglicherweise fährt, geschützt wird, weil man einfach sie frühzeitig erkennt, verzögert und so weiter und so fort. Beim Security ist es so ein bisschen wie vor Corona-Zeiten, wo sie möglicherweise noch in Bars, Clubs und Diskotheken einhergingen. Das sind nämlich die netten Herrschaften mit Security auf dem Rücken stehend, die üblicherweise ein bisschen breiter sind und schwarz gekleidet. Die sorgen nämlich dafür, dass sie oder andere keinen Blödsinn machen und in die Disco reingehen und dort für Trouble sorgen. Das heißt, Safety dient eher dem Schutz des Systems von außen. Und wenn man das jetzt auf Fahrzeuge mappt, dann ist das natürlich, dass kein Hacker mit einem aufgeklappten Notebook, natürlich alles voll mit Aufklebern, weil ist ja dann wahrscheinlich so ein kleiner Internetgeek, in der Lage ist, ihr Auto zu manipulieren. So beim Vorbeifahren einfach mal dafür zu sorgen, dass sie eine Vollbremsung machen. Oder mal dafür zu sorgen, dass ihre Bremse gar nicht mehr funktioniert. Oder. Das sind Bestandteile, die ja in dem Safety-Charakter sind. Longitudinal, lateral oder combined, also das ist letztendlich längs oder eine Querführung Ihres Fahrzeuges oder eben auch eine Kombination aus beiden. Das heißt, es gibt Assistenzsysteme, die sorgen nur für die Verzögerung oder die Beschleunigung. Das ist ein sogenanntes Adaptive Cruise Control, was das übernimmt, also ein Abstandsregeltempomat. Es gibt dann aber auch noch die Querregelung, das heißt die Lenkung, das heißt Systeme, die ja, autonom in der Lage sind, sie auch in einer Spur zu halten. Lenkassistenten kann man sie nennen. Ich würde eher so einen Lane-Keeping-Assistent dazu sagen. Das heißt, sie könnten theoretisch die Hände vom Lenkrad nehmen, mal davon abgesehen, dass das Auto das merkt, dann wiederum Warnsignale aussendet. Aber in einer Fahrspur, wo sie sich so ein kleines bisschen links und rechts bewegen, agiert dann ein solches System. Und das funktioniert auch einigermaßen gut. Vom Fahrer initialisiert oder eben auch vom System. Das heißt, gewisse Dinge passieren eben erst, wenn der Fahrer irgendeinen Knopf drückt oder irgendetwas macht. Oder eben gewisse Dinge passieren, da muss der Fahrer gar nichts zu tun. Das erledigt das System von sich alleine. Zum Beispiel rückseitig einparken. Sie haben ja so, ja, ist ja mittlerweile Stand der Technik, dass Sie rückwärtig einparken können durch Knopfdruck. Manche machen das auch mit ihrem Smartphone. Also die einen Tesla haben unter Ihnen, die nehmen ja ihr Smartphone und fahren dann eben in eine Parklücke rein, die besonders eng ist, damit sie die Türen nicht mehr öffnen müssen und sowas. Funktioniert gut. Nichtsdestotrotz, was passiert, wenn ich da mit 3 km/h in die Parklücke hineinfahre? Und das Auto plötzlich nicht mehr reagiert, weil ich ihm gesagt habe, bitte anhalten. Dann fährt es eben mit 3 km/h immer weiter, bis es die Wand trifft und auch dann hört es meistens nicht auf. Das muss man dann dementsprechend auch sauber absichern. Überschreibbar oder auch nicht überschreibbar. Das wird sicherlich in einer Klausursituation nochmal ganz ulkig werden, weil das ist so meine beliebteste Frage gewesen in den letzten Jahren. Welche Assistenzsysteme sind überschreibbar, also vom Fahrer überschreibbar und welche nicht. Soll heißen, Sie fahren mit einem Auto und haben hier diesen Abstandsregeltempomaten eingeschaltet für 120 auf der Autobahn. Und wenn Sie jetzt die Bremse betätigen, dann überschreiben Sie ja den Algorithmus und sagen, okay, jetzt möchte ich wieder manuell fahren oder ich möchte mit dem WIP-Tasten meistens am Lenkrad jetzt nochmal Justierungen annehmen. Ich möchte nicht 120 fahren, sondern 130, 140, 160. Das sind typische überschreibbare Funktionalitäten, währenddessen nicht überschreibbare Funktionalitäten mehr einem Sicherheitsfaktor unterliegen. Wie schnell oder langsam Ihr Airbag jetzt auslöst, das sollten Sie nicht überschreiben dürfen.
Denn das kann tatsächlich fatale Folgen haben. Und am Ende eben Automatisierung gegen Autonomie. Das heißt also, was ist einfach nur automatisiert und was agiert wirklich vollkommen autonom? Das sind zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, auf die wir dann auch nochmal eingehen werden. Gibt aber auch schon Videos, wo Teslas gegen Stoppschilder fahren, hat jemand im Chat geschrieben. Ja, es gibt auch Punkte, in denen ein Tesla gegen einen LKW gefahren ist, der einfach ein weißes, ja, wie nennt sich das, so eine weiße Hülle, das ist aus diesem, ja, das ist das wasserabweisendem Kunststoffgeflecht dort, diese Hülle dann darstellt, mit meistens irgendwelchen entweder Aufklebern oder Prints oder was auch immer ausgestattet sind. Und da hat der Tesla eben gedacht, das ist irgendwie, ja, der existiert nicht, der ist weiß, das muss eine Wolke sein oder ein Geist oder was auch immer und ist dem dann hinten drauf gefahren. Gleichen Situationen gibt es aber auch, dass eben nicht nur hinten drauf gefahren wird, sondern dass vielleicht frühzeitig was erkannt wird. Da ist irgendeine Spiegelung in irgendeinem Auto, das nehmen die Kamerasysteme auf und interpretieren es als ein Auto und machen eine Vollbremsung. Ne? Es kommt einfach nicht so gut im normalen Straßenverkehr, einfach unvorbereitet eine Vollbremsung zu machen. Und der, danke nochmal für den Hinweis im Chat, war es eben beim Einparken, ne? Dass man dann mal Stoppschilder überfährt. Damit wir einen Punkt jetzt auch haben, an dem man mal gut auch eine Pause machen kann, gehe ich mal, oh, ich hoffe, das passt. Von der Ausrichtung her gehe ich mal in ein anderes Fenster hinein und habe für Sie hier mal, das ist ein ganz klassisches YouTube, also das Video können Sie auch letztendlich finden, indem Sie Fully Autonomous Driving in Downtown San Francisco eingeben. Das ist jetzt mal so ein kleines Video, ich werde dann die Akustik hier auch noch mal ein bisschen reduzieren, indem man mal sieht, was da aktuell so möglich ist. Es kommt natürlich, wenn man genau guckt, dann von Zoox, die allen voran in Cupertino auch so ein bisschen Entwicklungsarbeit für Tesla machen, was den autonomen Fahralgorithmen betrifft. Aber vielleicht bevor wir das Video starten, hier mal so ein bisschen in die Szenerie. Sie haben eine Frontkamera. Ne? Sie sehen hier auch schon, dass zusätzliche Sensoren verbaut sind. Dort und hier. Spätestens jetzt sollten Sie merken, dass dieses Video natürlich eine gewissen Aspekt jetzt beleuchtet, dass es autonom fährt, dass man eben auch im unteren Bereich dann die virtuelle Repräsentation erkennen kann, um sie für Simulationszwecke dann auch zu missbrauchen im Nachgang. Also eigentlich eine typische Testfahrt, die Sensorwerte aufnimmt. Was man jetzt als Student dieses Masters und auch als Absolvent in Zukunft von dieser Veranstaltung dann können muss, ist es zu interpretieren. Und hier sieht man eindeutig, dass zusätzliche Sensoren ausgestattet sind, die im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass es bitte nicht zum Auffahrunfall kommt. Das heißt, das System, was Sie hier sehen, das ist kein Serienfahrzeug. Das ist ein Fahrzeug, das zu Forschungszwecken umgerüstet worden ist. Also auch hier bitte grundsätzlich, wenn Sie solche Videos sehen oder wenn Sie sich im Internet dazu irgendwie schlau machen und da wird Ihnen propagiert, dieses Fahrzeug fährt komplett autonom und Sie haben wirklich nicht einmal das Fahrzeug in einer Gesamtheit gesehen. Meistens sind obendrauf noch LIDAR-Sensoren verbaut, die wirklich dreidimensional erfassen, was die Umgebung aussagt. Und spätestens, wenn Sie im unteren Bereich sich das anschauen, mit dieser, mit diesen Kreisen rund um das Fahrzeug rum, in dieser virtuellen Realität, lässt es vermuten, dass eben auf dem Dach auch ein LIDAR-Scanner, also ein 360-Grad-LIDAR-Scanner verbaut worden ist, der natürlich bei einem Serienfahrzeug heutiger Zeit nicht zugegen ist. Ich starte das Video jetzt gleich nochmal. Oben sehen Sie ein bisschen nach links gerichtete Kamera, ein bisschen nach rechts gerichtete Kamera und die Frontkamera und im unteren dann dazu die Interpretation, die dann in der virtuellen Realität vonstatten geht. Viel von diesen Interpretationen ist auch dann mit VR, also mit einer VR-Brille sozusagen zu erkennen. Das heißt, da sitzt dann möglicherweise, nachdem diese ganzen Sensoren aufgefasst worden sind, dann jemand in dieser Szenerie, das ist ja ein Unity, das sieht man relativ einleuchtend, und kann dann eben ringsrum mit dem Kopf so ein bisschen sich bewegen und diese Szenerie verbessern. Fußgänger hinzufügen, dann muss das System eben darauf interagieren und, und. Also, das geht jetzt 4 Minuten, wir müssen das nicht bis zum Ende schauen, aber ich denke, es ist mal ein ganz guter Hinweis.
um ihnen zu zeigen, was denn aktuell so möglich ist. Und eben auch darauf mal einzugehen, dass viele Sachen nicht fake sind, das nicht. Das ist jetzt kein Fake-Video im klassischen Sinne, sondern es ist einfach ein Video von einem Technologieträger aus Amerika, der ja, über eine Vielzahl an mehr Technologie verfügt, als es ein heutiges Serienfahrzeug hätte. Also heutige Serienfahrzeuge können das, was wir jetzt sehen, hier nicht. Mauszeiger kann sein, dass Sie den sehen, ansonsten wahrscheinlich nicht, oder? Nein, sehen Sie nicht. Gut, im oberen mittleren Bild sehen Sie auch jetzt schon einen Tesla, der mit so einer Boundary Box, so einer blauen Box ummantelt ist. Das sind typische Bildverarbeitungsprozesse, die dafür sorgen, in der und der Position im Bild habe ich etwas erkannt, das ich durch maschinelles Lernen als ein Auto identifiziere. Sie sehen dann auch Beschilderungen, Sie sehen dann auch Fußgänger und so weiter und so fort. Das sind Bestandteile der Sensorfusion, allen voran eben auch der Kamera, die dann mittels Algorithmik und maschinellem Lernen über Klassifikationen verfügt, zu sagen, das halte ich jetzt mal mit einem hohen prozentualen Ansatz für ein Auto und das möglicherweise für einen Fußgänger. Aber ich schlage vor, wir schauen uns das mal an und gucken da mal gemeinsam, was da jetzt passiert. Ich kommentiere das so ein bisschen. Die sehen hinten auch die Sensorik hinter dem Fahrzeug, seitlich. Das ist jetzt natürlich mit einer Geschwindigkeit dreifach. Grüne Boundary Boxen für die Ampeln, rote Boundary Boxen, wenn die Ampel rot ist. Sie sehen parkende Fahrzeuge, die mittels Boundary Box identifiziert worden sind. Und im unteren Bereich sehen Sie auch die Messungenauigkeiten Ihrer Sensoren, dass diese Kiste zwar Ihnen jetzt folgt, aber immer so ein bisschen flabby ist. Sie sehen auch die Fahrspur als grün gekennzeichnet. Ups, jetzt kommt ein Video, das ist natürlich scheiße. Da, möglicherweise doch nicht. Diese grüne Fahrspur unten in der virtuellen Realität, die besagt natürlich aus der Algorithmik heraus, ja, die ist frei. Da ist kein Hindernis drin, da kann ich jetzt einfach dem Fahrzeug folgen, was davor ist. Jetzt ist es ein bisschen rot geworden, weil Sie eben auch sehen, es wird eng. Pedestrians, also Fußgänger, sehen Sie hier auch in Pink. Und parkende Fahrzeuge, also Fahrzeuge ohne eine Relativgeschwindigkeit zueinander und so weiter und so fort. Und das zeigt eigentlich schon relativ eindrucksvoll, dass es möglich ist, heutzutage autonom zu fahren, dass es technisch möglich ist. Ich werde Ihnen noch ein anderes Video präsentieren im Nachgang, also irgendwann dann im zweiten Block, wo wir mit einem Tesla unterwegs sind, der wirklich dann auch autonom fährt, autonom einparkt und das sowohl mit als auch ohne Probanden, also so als Ruftaxi auch funktionieren kann. Da ist also viel möglich heutzutage, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass niemand auf diesem Planeten ein Video hochladen würde, in dem es eben nicht funktioniert. Ne? Also das muss ganz klar sein. Und mir ist da durchaus wichtig, dass Sie nicht nur das Know-how, das Fachwissen an den Tag legen, so etwas identifizieren und interpretieren zu können, sondern dass wir uns hier auch mal mit dem Für und Wider beschäftigen, sondern auch mal nicht nur immer präsentieren, dass alles gut geht, sondern auch mal die Bösfälle rausholen. Mal sagen, okay, das haben Sie auch schon gemacht. Der Tesla hat da eben auch mal ein paar Probleme gehabt. Gut, von so und so vielen Millionen Testkilometern dann zwei, drei Unfälle, könnte man jetzt meinen, das sind statistische Ausreißer. Wenn dabei aber gleich immer ein Mensch stirbt bei, dann ist das kein Ausreißer, dann ist das ein Fatal-Error und so weiter und so fort. Und da möchte ich Sie so ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir dort künftig nicht nur immer die schönen Dinge uns anschauen, auch in solchen Videos, sondern dass es eben auch darüber hinausgeht. Gut, jetzt haben wir uns ein kleines bisschen in Downtown San Francisco eingefunden, sehen eben auch jetzt diese Fußgänger, die da langrennen, Fahrzeuge vor, neben und so weiter. Und ich denke, das, was ich schon erwähnt habe, das muss ich nicht wiederholen, das ist jetzt relativ klar, was da passiert. Also mache ich das mal hier, pausiere das, gehe wieder auf den normalen Folienfilm zurück und dann sehen Sie mich auch von vorne wieder. Und ich denke, das ist ein ganz guter Anreiz gewesen, jetzt mal auch autonomes Fahren in den Fokus zu holen. Autonomes Fahren ist nur möglich, wenn wir uns Assistenzsysteme betrachten. Denn wie wir das in den Eingangsfolien bereits gesehen haben, ist es so, dass natürlich aus Sicherheitsfunktionen, ABS, ESP, die Anti-Schlupf-Regelung, Traktionskontrolle und so weiter und so fort, durch die Kopplung dieser Elemente,
wir in der Lage sind, dann auch Assistenzsysteme zu formieren, wie einen Adaptive Cruise Control, also ein Abstandsregeltempomat, in dem Radartechnik, in dem Bildaufnahme und Verarbeitung eine Rolle spielt, also auch Messen von dem Abstand zu Hindernissen, aber auch die eigentliche Geschwindigkeit, die man selber fährt, die immer auch damit dann quantifiziert werden muss und so weiter und so fort. Also wichtig an der Stelle ist einfach, wir haben hier eine Reise vor uns und da ist das Ziel, das autonome Fahren. Wir können jetzt nicht morgen oder nächste Woche damit anfangen, uns dann Fahrer oder Assistenzsysteme einfach mal als gegeben zu nehmen und darauf irgendeinen Automatismus zu bauen, sondern das wird ein Endprodukt, ein Ende dieser Veranstaltung sein. Nichtsdestotrotz werde ich immer versuchen, eben Ihnen auch so ein bisschen dann den aktuellen Stand der Technik und weitere Dinge dann auch zu präsentieren. Ich wechsle jetzt nochmal in die Kamera hier, denn wir haben es jetzt 9.45 Uhr, laut Stundenplan hätten wir jetzt eine kleine Pause und es passt mir eigentlich gerade relativ gut. Also wir hatten letzte Woche ja gesagt gehabt, dass wenn so eine Pause zwischenzeitlich mal passt, dann können wir das gerne mal machen. Wir müssen aber natürlich nicht die kompletten 15 Minuten oder sowas dafür avisieren. Das heißt, für mich reicht das aus, wenn wir jetzt eine kurze 5 Minuten Verstaufpause machen, uns alle irgendwie nochmal einen frischen Kaffee holen oder was zu essen und uns dann hier um, ja, jetzt wäre es ja dann 9.51 Uhr, also irgendwo so zwischen 9.50 Uhr, 9.51 Uhr wieder treffen. In dem Sinne, wir sehen uns dann gleich wieder und dann geht's weiter. Danke.
So, hat ein kleines bisschen länger gedauert an der Kaffeemaschine. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich hoffe, Sie sind auch gut ausgestattet jetzt für den zweiten Teil der Veranstaltung. Und im zweiten Teil der Veranstaltung würde ich ganz gerne mit etwas starten, das wir na, ja schon kennen aus der letzten Veranstaltung, nämlich dem Slido. So, für die heutige Veranstaltung gibt es dann wieder einen QR-Code. Und ich muss dann natürlich parallel mich dann hier auch wieder als Admin anmelden. Das mache ich mittlerweile auch ganz gerne über Smartphone. Automotive Systems. Und dort haben wir dann auch noch mal ein paar Polls. Es geht mir in allererster Linie jetzt darum, deswegen habe ich hier so einen zusammenhängenden Plot gestartet gehabt, dass ich mal Ihre Vorkenntnisse erfahre. Konkret geht es darum, ich möchte mit Ihnen Praxis machen. Also ist ein horrendes Ziel, das weiß ich selber. Wie wir es hinkriegen, müssen wir dann nochmal gucken. Denn unter normalen Umständen hätten wir ja in dieser Veranstaltung auch Zugriff auf ein Labor. Das heißt, wir hätten uns mal auch Fahrzeugsimulatoren anschauen können und so weiter und so fort. Die bedürfen nicht nur eine Lizenz, die irre teuer ist, sondern auch sehr üppiger Rechenhardware, die sie wahrscheinlich alle nicht zu Hause haben werden. In diesem Sinne ist es für mich wichtig zu wissen, welche Vorkenntnisse haben sie, auf was kann ich theoretisch aufbauen. Und wo kann ich auch jenseits der Veranstaltung mich hinsetzen, irgendwelche Erklärvideos fix vorbereiten, zusammenschneiden, sodass ich sage, okay, gucken Sie sich dieses und dieses und dieses Video an. Dann haben Sie die Basisinformationen zu dem Thema und können dann der Vorlesung dann, wenn es soweit ist, dann besser folgen oder zumindest dann auch mit den einzusetzenden Tools dann einfach auch arbeiten. Das ist mir ein großes Anliegen an der Stelle. Und aus diesem Sinne, oder natürlich möchte ich dann, na komm, wie kann ich denn hier Results? Ach so, jetzt weiß ich. Gucken wir uns das an. Das müsste jetzt angezeigt werden. So, aus dem Grunde möchte ich da einfach so ein bisschen ganz ehrlich, und das hat nichts mit irgendwelchen, ich bin da der absolute Crack oder ich habe da gar keine Erfahrung, sondern ganz ehrlich aus dem Bauch raus, wie Ihre. Wie habe ich es genannt? Vorkenntnisse im Umgang mit einem Tool namens MATLAB Simulink sind. Wenn Sie das noch nie gehört haben, dann ist eins die richtige Wahl aus meiner Sicht. Wenn Sie damit schon irrsinnig viel Erfahrung gesammelt haben, dann kann es sein, dass wir dann irgendwo auch mal jemanden haben, der die 10 ankreuzt. Ich schaue so ein bisschen mal in die Richtung und es sind 33% gerade bei gar keiner Kenntnis, sage ich mal ganz bewusst so. Und im Score oben mit 3,3, ja, jetzt 3,4 im Wechsel, sind so ein paar, die haben das schon mal gehört, die haben das schon mal gesehen. Aber ist für mich erstmal so der Punkt, dass ich sage, okay, da muss ich ein bisschen in Vorleistung treten, da muss ich Ihnen das so ein bisschen zeigen, ein bisschen präsentieren. Und im Nachgang kommt man dann vielleicht auf den Punkt, dass man dort auch gemeinsam in der Veranstaltung vielleicht etwas sich zurechtklickt. Damit habe ich relativ gute Erfahrungen im letzten Semester gemacht, wo wir dann Konstruktionen gemacht haben, sprich Vorbereitungen für einen 3D-Druck, einfach eine gewisse Konstruktion haben durchgeführt. Und weil die Veranstaltung Simulation und Verifikation hieß, haben wir dort natürlich einen Fokus auf den simulativen Aspekt, sprich Werkstoffkunde, wie dolle kann ich einen Zylinder belasten, bis er kaputt geht und so weiter und so fort. Aber das sind dann natürlich Dinge, die können Sie dann noch im kommenden Semester genießen, wenn das Fach dann wieder angeboten wird. Gut. Haben Sie Vorkenntnisse im Umgang von industrieller Bildverarbeitung bzw. speziell auch OpenCV? Gehe ich jetzt von aus? Nein. Das heißt, auch das werde ich für Sie vorbereiten. OpenCV ist ein Framework, das funktioniert eigentlich mit diversen Programmiersprachen relativ gut, indem Sie ja, einen Kamerastream, einen Videostream einfach einlesen als das, was er ist, nämlich eine Matrix, und innerhalb dieser Matrix einfach versuchen, gewisse Dinge zu erkennen. Zum Beispiel eine Fahrbahn oder ein Gesicht oder einen Ball, der eine ganz bestimmte Färbung hat und so weiter und so fort.
Da kann ich natürlich hinsichtlich automatisierten Fahrens sicherlich was vorbereiten. Kann ich jetzt zu Beginn des Semesters noch nicht sagen, wohin da die Reise gehen wird. Das muss ich natürlich auch in meinem normalen Scheduling irgendwie unterbringen. Aber Wunsch wäre schon, dass wir irgendwo in diesen Bereich reinkommen, dass wir da gemeinsam auch mal einen bildverarbeitenden Prozess etablieren und da drin vielleicht irgendwie eine Strecke folgen und eben erkennen, ist das jetzt eine Linkskurve oder eine Rechtskurve. Das wäre ja schon ein großes Ziel, überhaupt die Interpretation zu haben in einem Video- oder Datenformat. Ist das, was wir da sehen, eben eine Geradeausfahrt, eine Links- oder eine Rechtskurve? Viel mehr, um ehrlich zu sein, macht man ja mit reiner Bildverarbeitung, wenn es darum geht, Linien zu erkennen oder Fahrspuren zu erkennen, ja auch nicht. Ne? Das ist immer nur eine Art der Interpretation, bin ich auf einer Geradeausfahrt oder eben in einer Kurve. Und eine Geradeausfahrt ist ja wirklich komplett gerade. Wobei in der Realität hat man ja immer so ein paar Abweichungen, gradtechnisch nach links und nach rechts, die man dann auch mit der Lenkung beeinträchtigen kann. Gut, Programmiersprachen. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Da ist der Topscorer natürlich Java. Interessanterweise sind viele von Ihnen auch schon mit Python unterwegs. Und das würde ich gerne aufgreifen. Also wenn wir dort mit Python das ein oder andere machen können, das heißt dann für mich auch relativ simpel vorzubereiten, auch mit Jupyter Notebooks. Und gerade was Bildverarbeitung betrifft, OpenCV ist Python natürlich eine wunderbare Programmiersprache, um das zu realisieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir dort auch relativ schnell dann zu Ergebnissen kommen. Was Sie dafür alles brauchen, was Sie installieren müssen und so weiter und so fort, ist keine Frage und keine Antwort von jetzt, sondern das bereite ich dann so vor, dass wir das zu einem bestimmten Zeitpunkt im Semester zur Verfügung haben. Und damit wir da ein bisschen Drive aufnehmen, wird das quasi ein zusätzliches Videomaterial sein, das losgelöst von der Veranstaltung sich angeguckt werden kann. Da sind dann Rahmenbedingungen und auch Installationen und so weiter dann abgeklärt. Und in der eigentlichen Veranstaltung, sprich dort, wo wir das dann anwenden, setzt sich dann voraus, dass das Toolset im Hintergrund funktioniert. Ne? Auch dafür habe ich natürlich den Discord-Channel mal entwickelt. Oder hier versucht einzubinden, damit, wenn da bei der Installation oder bei irgendwelchen Dingen einfach Fragen sind, dass sie nicht nur mich fragen können, sondern sich auch untereinander vernetzen, untereinander Hilfestellungen leisten können. Das wäre natürlich sicherlich ein horrendes Ziel, aber letztendlich auch eine wichtige Kombinationsmöglichkeit. So, eine Word Cloud zur Frage: Haben Sie Erfahrung mit Simulationen, insbesondere mit technischen Simulationen? Und wenn ja, mit welchen? Ich kann hier auf dem Telefon so ein bisschen rumscrollen, da steht ganz oft Nein und dementsprechend in der Word Cloud auch ganz, ganz viel Nein oder ein Tool, das wir schon kennengelernt haben, nämlich Fusion 360, das ist ja von Autodesk, also auch den Machern von Eagle, die für die Platinen-Design und sowas dann verantwortlich sind. Was sehe ich hier noch? Letzten Inhalte des Semesters Simulation und Verifikation. Also das sind die Welcome-Back-Studenten, die man dann letztes Semester diesbezüglich schon hat verarzten können und die natürlich ein gewisses Maß Vorsprung haben, was die Simulationstechnik oder generell die Toolings betrifft. Ich glaube nicht, dass wir Fusion 360 einsetzen können für diese Fahrzeugdinge. Es kann gut sein, dass das MATLAB Simulink sein wird, dass wir möglicherweise mit Python und einem Jupyter Notebook dann auch mal ein bisschen Bildverarbeitung machen. Aber für mich ist erstmal die wichtige Kernaussage, da sind keine bis wenig Kenntnisse im Hintergrund, die ich adressieren kann. Und das ist nicht schlimm, das ist also kein Malus, sondern das ist für mich einfach jetzt nur der Startpunkt, dass ich sage, okay, jetzt kann ich wirklich konzeptionieren, jetzt kann ich wirklich mich hinsetzen und dort mal einen Veranstaltungsblock designen, der für Sie dann einfach zugeschnitten ist. Also wer mich kennt, der weiß, also diese Vorlesungsunterlagen, die sind natürlich immer auch ein bisschen, die halte ich nicht das erste Mal, aber wenn ich mal ein Video reinbaue oder wenn ich mal irgendwie was Praktisches reinbaue, das ist meistens sehr, sehr tagesaktuell. Weil es auch wenig Sinn macht, solche Dinge einmal auszuarbeiten und spätestens bei einem Update von irgendeinem Simulator oder von irgendeinem Werkzeug funktionieren die Sachen dann nicht mehr oder funktionieren anders.
Also da muss auch klar sein, dass diese Sachen dann auch auf meiner Warte oder auf meiner Seite des Tisches dann auch erstmal ausgearbeitet werden müssen. Gut. Bleiben wir beim Slido. Ich hatte ja angekündigt gehabt, dass wir auch immer so eine Art Retrospektive durchführen werden. Ich weiß nicht, ob ich sie jedes Mal hinkriegen werde. Das hat ja auch was mit Zeit zu tun. Oder ob wir das dann einfach zu gewissen Blöcken, wo wir Wissen angehäuft haben, dann auch durchführen. Ich habe mich heute Morgen noch hingesetzt gehabt und noch ein paar Fragen definiert, die ich sag mal so diesen ersten Teil dieser Veranstaltung so ein bisschen versuchen zu umhüllen. Es geht thematisch tatsächlich sogar noch ein kleines Stückchen weiter. Diejenigen, die über den Audiokanal immer fleißig zugehört haben, die können diese Fragen sicherlich auch gut beantworten. Dieser ganze Aspekt hat aber eigentlich drei Gründe. Zum einen, ich möchte wissen, was haben Sie mitgenommen? Wie gut ist gerade so Ihr Stand als Gruppe, nicht als Einzelner? So, und das Zweite ist, in welcher Form könnten denn Klausurfragen oder ähnliches formuliert sein, dass die auch schon ein kleines bisschen wissen, wie ist denn die Formulierung vom Herrn Pramme? Kann ich da möglicherweise schon herauslesen, dass wenn er solche und solche Dinge nachfragt, auf die und die Weise, dass wenn man dann am Ende des Semesters den Foliensatz nochmal durchgeht, dass einem dann automatisch vielleicht sogar auffällt, ja gut, darüber kann er eine Frage stellen, darüber kann er eine Frage stellen, darüber vielleicht sogar nicht. Gut, diese Retrospektive ist immer als ein Quiz. Und dieses Quiz hat immer einen Sieger sozusagen. Also der zeitliche Faktor und natürlich, ob Sie richtig angekreuzt haben oder nicht richtig angekreuzt haben, der spielt dort immer eine Rolle. Es ist unabhängig, ob Sie nun auf Twitch oder auf YouTube oder ähnlichem zuhören, ich habe gerade noch mal geguckt gehabt, die Latenzzeiten sind tatsächlich sehr ausgewogen. Und ob Sie nun 3 Millisekunden länger auf das Video-Feed bei YouTube warten gegenüber Twitch, 3 Millisekunden ist geschenkt. Also das ist, das braucht man nicht. Also die beiden sollten eigentlich gleich laufen. Sollten Sie 2 Streams laufen haben, sprich einmal YouTube und einmal Twitch, die Latenz, die Sie dort sehen, die ist Ihr Cache. Also die ist auf Ihrer Seite und nicht auf der Seite von ja, Restream.io, wo ich ja mehr oder weniger dann dieses das Streaming durchführe, um auf mehreren Plattformen gleichzeitig präsent zu sein. Bei diesem Quiz macht es Sinn, es ist freigestellt, ob Sie das mit Ihrem Klartextnamen machen, ob Sie das mit einem Anonymous machen, ob Sie sich dann einen Nickname geben oder wie auch immer. Es ist für mich nur von Vorteil, wenn ich in Zukunft, und das nicht heute, nur so ein bisschen Anreiz schaffen möchte, vielleicht ein Gewinnspiel daraus formuliere oder, dass ich dann sehe, wer sind Sie denn überhaupt und kann Ihnen dann möglicherweise ja einen Gewinn dann zuschicken oder zur Verfügung stellen oder wie auch immer wir das dann gestalten werden. Das sind Dinge, die wird es jetzt nicht heute geben, weil auch die Fragen A zu wenig sind und B ist da noch nicht so richtig Drive sind drin. Aber in den nächsten Veranstaltungen werde ich das dann ankündigen, kurz bevor wir so eine Retrospektive machen, dass man dann heute mal dies, das und jenes gewinnen kann. Die ja, Zweittäter sozusagen, also die das letzte Semester schon haben genießen können, nicht diese Veranstaltung, sondern die Simulation und Verifikation, kennen das schon so ein bisschen. Für alle anderen, wenn ich das gleich freischalte, dann haben sie erstmal die Möglichkeit, dort ihren Namen einzutragen, erstmal in so einer Lobby anzukommen und wenn ich dann die einzelnen Fragen durchgehe, dann haben Sie auch die Möglichkeit, die zu beantworten. Das machen Sie bitte dann auch für sich selbstständig und ruhig. Ich habe letztes Semester auch die Anforderung bekommen, dass ich dann bitte meine Klappe halten werde in der Bearbeitungszeit. Das werde ich natürlich tun. Soll heißen, Sie haben dann die Möglichkeit, den Text zu lesen, ohne dass ich dazu irgendetwas plapper und auch ohne dass ich dort in irgendeiner Form Sie dann ablenke. Wenn wir diese Frage durchgesprochen haben, dann gibt es natürlich ein Ergebnis dazu und das besprechen wir dann kurz, ne? Also ich werde jede Antwort-Frage auch irgendwo kommentieren. Das bleibt nicht kommentarlos einfach so, sondern das werden wir gemeinsam dann eben auch diskutieren. Ansonsten ist das Einfachste, glaube ich, es mal zu tun. Ich starte mal das Quiz und genau.
Ja, können Sie sich jetzt sozusagen zu anmelden? Ich sehe dann hier schon, dass ein Christoph sich angemeldet hat, ein Michael Weike, ein Marcel Borkowski, ein Tim. Es ist mir völlig egal, ob Sie das mit Vor- und Nachnamen machen. Bloß ich denke, das hat einfach auch nochmal einen ganz anderen Drive, wenn Sie dort auch mit Ihrem Klartextnamen arbeiten. Es sind jetzt 9, die sich dort angemeldet haben. Die Namen sehen Sie dort ja auch gerade im Stream als eine Word Cloud. Und ich warte immer noch so ein bisschen, denn im YouTube sind es gerade 23 Zuschauer und im Twitch sind es 14 Zuschauer. Was mich immer noch so ein bisschen freut, dass es da so eine Diversifikation gibt, denn offenkundig werden dann beide dieser Werkzeuge auch gerne eingesetzt. Und sollten Sie da vielleicht noch Ihr Lieblingswerkzeug noch nicht im Einsatz sehen, dann schreiben Sie mich dazu an. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir da noch weitere Plattformen mit in die Agenda aufnehmen und Sie dann sozusagen in Zukunft vielleicht auch den Stream auf einer anderen Plattform verfolgen können. Wichtig ist, YouTube bleibt erhalten, weil YouTube speichert und auch nachhaltig und Kapitel und so weiter ist eine schöne Sache für den Content Creator, Ihnen die Sachen so aufzuarbeiten, dass das für Sie auch nutzbar ist. Gut, wir haben jetzt 17 Leute hier. Ich denke, ja, unter Umständen müsste das dann jetzt so etwa die Größe 18, die Größe sein, die wir hier auch zu erwarten haben. Ich starte jetzt mal das Quiz und dort sollte dann die Frage erscheinen und ich halte während der Bearbeitungszeit jetzt meine Klappe. Eben waren wir 18 angemeldet, jetzt haben wir 16 Votes. 17. Ich warte noch diesen kleinen Moment, bis der 18. jawohl, sich dann auch dazu entschlossen hat, was anzukreuzen. Welche Fahrzeugaufgabe gehört zu der primären Gruppe? Haben wir heute auch noch mal im Recap bin ich darauf eingegangen und habe darüber was gesagt. Also das Essen. Während der Fahrt definitiv nicht. Sie meinen zu 100% sogar gerade im Auditorium, dass das Fahrzeug stabilisieren ein primärer Task ist. Das Telefonieren nicht und das Betätigen des Scheibenwischers genauso wenig. Ich werde Ihnen jetzt mal das Richtige ankreuzen. Na? So, und herzlichen Glückwunsch. Ihre erste Frage haben Sie alle richtig beantwortet. Das heißt also, das dient jetzt natürlich dazu, Ihnen auch so ein bisschen als ein Erfolgserlebnis zu dienen. Das grün angemerkerte wird in Zukunft immer die richtige Antwort sein. Bei einer 100%igen Lösung brauche ich, glaube ich, jetzt nicht weiter auf die Frage eingehen. Gibt es dann gleich eine starke Diversifikation zwischen einer Gruppe, die sagt, die möchte gerne irgendwie Antwort A ist richtig und die andere sagt aber, ist Antwort D und die richtige Antwort ist C, sodass das irgendwie gar keiner hat? Dann werde ich natürlich diese Fragen auch grundsätzlich bewerten, beziehungsweise die ganze Frage dann einfach auch nochmal aufgreifen, den Hintergrund erläutern und dann eben irgendwo, dass Sie bei sich dann diesen Klick verspüren, dass es tatsächlich wohl Antwort C ist, die richtig ist. Aber ansonsten ist es eine relative Willkür hier. Die nächste Frage und ich werde dann einfach wieder still sein, währenddessen Sie das beantworten.
So, 17 haben wir wieder. Einer müsste sich dann noch entscheiden. Ich kann das hier bei mir auf dem Smartphone schon sehen, auf was Sie da abzielen. Puh, da kam die Frage doch so 2, 3 Sekunden, bevor Sie es im Stream gesagt hatten. Ei! So, aber ich kann, glaube ich, schon mal die Ergebnisse, die Sie dort haben, präsentieren. Das heißt, Fahrerassistenzsysteme sollen informieren, warnen, kritische Situationen erkennen oder alle der genannten. Und Sie haben sich dort wieder zu 100% für tatsächlich auch die richtige Antwort entschieden. Es ist jetzt noch relativ simpel. Also es wird in Zukunft natürlich auch noch mal um ein Vielfaches komplexer werden, schwieriger werden. Die Fragen werden natürlich auch etwas fieser möglicherweise werden. Aber ich denke, damit Sie heute mal so ein bisschen Gespür dafür bekommen, wie kann das so vonstatten gehen, was erwartet einen dort, ist das ein ganz guter Ansatz. Damit diese 2 Sekunden, die hier offensichtlich der Stream das Delay hat, überbrücke, werde ich sagen, ich werde Ihnen jetzt gleich 1, 2 die neue Frage formulieren lassen vom Slido und gebe sie dann jetzt frei. Bitte schön. Okay, 5 bis 7 Sekunden bei dem einen oder anderen. Die typischen 8 könnten es sein. Wenn ich kann das in Zukunft einfach ein bisschen mit einplanen, dass wir dort einigermaßen pari sind. Also innerlich bis 8 zählen, das kriege ich gerade noch so hin. Gut, so, wir haben wieder 17, die sich dazu entschlossen haben, hier etwas anzukreuzen. Das tatsächlich erste Mal ist es so, dass sich jemand anders entschlossen hat als die breite Masse. Die Frage abstrahiert darauf, Systeme wie das Anti-Blockiersystem, also ABS, das elektronische Stabilitätsprogramm, also ESP, oder auch die Traktionskontrolle gehören welcher Kategorie an? Wir haben da kennengelernt, ich glaube auf der zweiten Folie, dritten Folie nach diesen Videos gleich, dass Sicherheitssysteme, Assistenzsysteme, hochautomatisiertes Fahren, autonomes Fahren und so weiter dort an so einem Pfeil heraufsteigt. Und da war eindeutig zu sehen, dass sich diese ABS, ESP und Anti-Schlupfregelung, Traktionskontrolle und so weiter zu den Sicherheitssystemen zählt. Komfortsysteme könnte eine Klimaanlage sein, Systeme zum hochautomatisierten Fahren ist dann eine Kombination aus all diesen. Und keines der oben genannten ja, ist dann einfach leider Gottes falsch. Das ist jetzt nicht schlimm. Genau, man kann unter dem Stream, unter Einstellungen erweitert auch die Option geringe Latenz aktivieren. Hilft vielleicht, ist schon so. Also sowohl bei YouTube als auch beim Restream.io als auch beim Twitch ist schon auf die höchste Latenz. Deswegen ist es auch nur 1080p gerade, um da noch mehr Drive reinzubekommen. Aber offenkundig sind es trotzdem eben ja diese 8 Sekunden Latenz. Gut, gehen wir auf die nächste Frage. Und die wird dann natürlich dann jetzt erscheinen.
So, 15 von sonst 17, jetzt haben wir 16 und spätestens jetzt bei dieser Frage kommt genau das, was ich mir erhofft habe, nämlich tatsächlich mal eine Diversifikation zustande. 19 sogar, also wir haben noch tatsächlich Zuwachs bekommen. Ich gebe Ihnen mal die Antworten frei, die dort aktuell gewählt worden sind. Zu der Frage, was fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, also Driver Assistance Systems, also Advanced Driver Assistance Systems darstellen. Ist das eine eingebaute Benachrichtigung oder ein Benachrichtigungssystem, das die Fahrer warnt, wenn sie während der Fahrt einen Fehler gemacht haben? Also mehr oder weniger zu schnell gefahren oder und dann gleich ein Ticket kriegen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die sich dafür entschlossen haben, die haben zwar eine richtige Idee, aber die Antwortmöglichkeit mit einem Benachrichtigungssystem, ihn jemals und immer dann auch zu sagen, wenn sie was falsch machen, das ist kein Assistenzsystem. Das ist einfach ein absolutes Kontrollsystem, möglicherweise von einer Regierung und noch nicht mal einer netten, die dann dafür sorgt, dass sie möglicherweise dort ja, so ein Punktekonto hochlaufen lassen und möglicherweise mit Strafe zu rechnen haben. Ein GPS-System ist es definitiv auch nicht. Aber ich hatte es versucht, vorhin noch mal ein bisschen in Worte zu kleiden. Eine sicherheitsfokussierte Fahrzeugtechnik, also Safety, ist die richtige Antwort an der Stelle. Nämlich ein Assistenzsystem ist in erster Linie dafür da, das Fahrzeug und auch deren Umgebung zu schützen. Das heißt, den Safety-Charakter hochzuhalten. Das ist auch der Grund, weswegen heutzutage so langsam die Fahrzeughersteller anfangen, über Update over the Air, so wie sie das von ihrem Smartphone her kennen, von ihrem Betriebssystem her kennen und so weiter, teilweise erst jetzt zu etablieren. Das ist eben eine Thematik, die natürlich auch einer gewissen Absicherung obliegt. Sie können ja nicht einfach sagen, sie wollen jetzt hier das und das Betriebssystem-Update von ihrem Fahrzeug neu einspielen und dann machen sie es mit ihren Smartphones von Samsung ja wahrscheinlich ähnlich wie der Rest der Welt, dass sie das erstmal rooten, sprich erstmal ja, platt machen, das Originalbetriebssystem runterschmeißen, irgendein ja, Custom-ROM dort draufpacken, das dann besser funktionieren soll, schneller funktionieren soll, toller sein oder. Also spätestens dann, wenn wir das mit Fahrzeugen machen, haben wir ein ziemliches Problem. Denn anders als bei ihren Smartphones geht es beim Fahrzeug eben tatsächlich im schlimmsten Fall um das Leib und Leben. Und das ist natürlich dann ein herber Grund, in dem man das möglicherweise dann sein lassen sollte. Gut, nächste Frage. Wieder 15 gewotet. Ich warte noch ein bisschen, bis auch der Rest sein Votum abgeschlossen hat. Siebzehn. Na, vielleicht möchte ein oder andere noch. Ich zähle innerlich noch ein bisschen runter und dann werde ich gleich die Antworten veröffentlichen. 18, 19, da haben wir sie. Dann kann ich schon gleich auf die Veröffentlichung gehen. Also, wie nennt man die Technologie, die ihr Fahrzeug wieder auf die Fahrspur zurückstößt? Das ist jetzt ein doofes Wort dafür, aber letztendlich soll es so ein bisschen auch adressieren, um was es da eigentlich geht, wenn es abdriftet. Elektronische Stabilitätskontrolle? Nee, haben sie auch nicht gedacht. Der Spurverlassen-Warner, also Lane Departure Warning, ja, das ist ein Warner. Der sagt ihnen, sie haben die Spur verlassen. Dann müssen sie selber agieren. Das ist der Punkt, wo ich hier drauf abstrahieren oder abzielen möchte. Ein Warnsystem ist eine Lampe, die angeht, ein akustisches Signal, das Sie in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was aktiv eingreift. Erst wenn da so das Wort Assistent mit Halt in der Antwort, dann können Sie davon ausgehen, dass da wirklich auch etwas passiert, irgendetwas aktiv passiert. Insofern ist für 95% von Ihnen auch diese Antwort korrekt.
Sie haben sich für Spurhalteassistent oder im Englischen den Lane Keeping Assistant entschlossen. Und das ist folglich auch genau das System dafür, das dafür sorgt, aktiv, dass sie in ihrer Fahrspur bleiben. Eine Akustik braucht das System an der Stelle nicht, sondern es greift direkt in das Lenkrad ein. Natürlich reißt es das nicht einmal komplett um, sondern es sorgt eben dann dafür, dass sie auf ihrer Fahrspur bleiben. Es ist, und das ist vielleicht nochmal ein ganz netter Hinweis, auch zusätzlich ein System, das überschreibbar ist vom Fahrer. Das heißt, es wird versucht, eben sie in der Spur zu behalten. Wenn sie aber ganz, ganz energisch trotzdem versuchen, diese Spur zu verlassen, also krampfartig doch die linke oder die rechte Spur adressieren, dann wird das System ihnen irgendwann gewähren, sagen, ja, dann mach das. Dann fahr gegen den Baum oder dann fahr gegen die Leitplanke. Wenn das dein spezieller Wunsch ist, dann tu es. Das heißt also, auch hier haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, diese Fragen anders zu formulieren. Nämlich, was ist denn ein Lane Keeping Assist? Könnte man eine Tabelle oder sowas mal sagen, ist das ein übersteuerbares System oder ein nicht übersteuerbares System? Nur damit Sie schon mal so ein bisschen wissen, in welche Richtung das Ganze eben auch gehen kann. Die nächste Frage werde ich jetzt wieder von jetzt an in 8 Sekunden freischalten, damit Sie auch alle dann dementsprechend gleiches Maß besitzen. Und wünsche Ihnen dann damit schon mal viel Spaß. Wir haben wieder 17 Votes. 18, ja, das reicht, dass ich jetzt schon mal die Ergebnisse präsentieren kann. Gut, nächste Frage war formuliert wie folgt: Welches Sicherheitsmerkmal ist am ehesten geeignet, einen Crash, Zusammenstoß letztendlich, zu verhindern? Ist das die elektronische Stabilitätskontrolle? Wenn man ganz ehrlich ist, trägt es dazu bei, dass das Fahrzeug in Grenzsituationen, wo es dazu neigt zu übersteuern oder zu untersteuern, stabilisiert. Es kann aber dann nicht dafür sorgen, dass es tatsächlich nicht mehr zu einem Crash kommt. Das automatische oder der automatische Notbremsassistent, im Englischen Automatic Emergency Braking System, das Sie mit 83% hier auch auserkoren haben, ist tatsächlich auch die richtige Antwort. Die Erkennung des toten Winkels oder des toten Winkels, also Blindspot Detection, ist natürlich auch ein Punkt, den man adressieren kann, dass es eben nicht zu einem Unfall kommt, wenn einer sie überholen möchte. Also das ist so eine klassische Frage, jetzt wo dann doch 11% sich dafür entschlossen haben, die für mich als Feedback dient, die Frage so zu formulieren, dass sie eindeutiger wird. Also Sie merken auch, ich mache das natürlich aus Nächstenliebe, ich möchte, dass Sie da einfach auch ein bisschen Interaktivität bekommen und dass es möglicherweise auch Spaß macht. Aber letztendlich ist es natürlich auch ein Feedback für mich, um zu gucken, welche Fragen funktionieren gut, welche Fragen funktionieren weniger gut. Also an die 11%, die jetzt das angeklickt haben, das ist nicht ganz falsch. Wir gucken uns den Blindspot Assist tatsächlich dann auch nochmal im Feinsten an, wie der aufgebaut ist, welche Sensoren dort Einsatz finden und so weiter und so fort. Also jetzt nicht traurig sein. Es kommt manchmal vor, zum Ende des Semesters immer weniger häufig, aber gerade so zu Beginn kommt es eben vor, dass da vielleicht ein paar Fragen nicht ganz so einleuchtend sind. Ne? Gut, Spurwechselwarner haben wir schon gemerkt, das kann also irgendwie nicht wirklich dazu beitragen. Die nächste Aufgabe, ja, die werde ich dann für Sie freischalten und da können Sie dann schon mal gucken.
16 Votes. Ich warte noch einen kleinen Moment. So, 18 Votes, das ist, glaube ich, so das, was wir hier adressieren. Das macht Sinn, jetzt mal über die Antworten zu iterieren. Die Frage ist wie folgt, und die ist ein bisschen ketzerisch, das gebe ich offen zu. Was bedeutet es, wenn auf Ihrem Armaturenbrett, also in Ihrem Dashboard, in Ihrem Tachosystem, ein Kaffeetassensymbol aufleuchtet? Antwort A wäre, Sie werden vorsichtig oder vielleicht sogar schläfrig und brauchen etwas Koffein. Zweite Antwortmöglichkeit ist, es ist Zeit für einen Tankstopp. Die dritte Antwortmöglichkeit ist, befindet sich auf Ihrer Route ein Starbucks. Das müsste ich Werbung oben einblenden. Ihr Travel Mug, also Ihre Kaffeetasse, die Sie mitführen, die ist in der Mittelkonsole verschüttet worden und weist Sie darauf hin, dass man vielleicht mal das Auto wieder reinigen soll. Ketzerisch in dem Umgang natürlich, dass jetzt hier eigentlich nur eine Antwort wirklich sinnvoll ist. Nichtsdestotrotz, also wenn es Zeit für einen Tankstopp ist und haben die Idee im Hintergrund gehabt, dass das mit einer Pause gleichzusetzen ist, dann ist das nicht falsch. Die richtige Antwort hier ist natürlich Antwort A. Sie brauchen wieder ein bisschen Koffein, weil eben detektiert worden ist, dass sie schläfrig werden, dass sie nahe dem Einschlafen auch sind. Auch hier ist wieder, ne, das ist jetzt nicht falsch, dass Sie gesagt haben, es ist Zeit für einen Tankstopp. Es ist halt nur nicht genau die Frage, die ich jetzt oder die Antwort, die ich da haben wollte. Für mich heißt das aber irgendwo auch, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie dort den gleichen Gedankengang eben verfolgt haben, den ich gerade erwähnt habe, dass ich das in Zukunft dann einfach noch ein bisschen besser formulieren werde. Diese Fragen, die wir hier jetzt durchgegangen sind, die stehen natürlich frei, dass Sie sich da einen Lernzettel machen, dass Sie sich dort irgendwo Karteikarten bauen und sich dann zu Hause oder in einem Skype oder wie auch immer gegenseitig auch mal abfragen. Denn dafür ist es da. Das mache ich für Sie, damit Sie ein gewisses Maß an Fragenpool haben, Antwortpool und ja, so mehr oder weniger in der Lage sind, auch zu lernen. Da hat sich wohl wer zu sehr auf die Fahrschulvorschriften gehalten, dass Kaffee nicht hilft. Ja, genau. Das nochmal am Rande. Im Chat kam ja gerade nochmal der Hinweis. Die Frage, die Auswertung von Frage 6, ja klar, die kriegen wir gleich nochmal hin. Ich schaue da nochmal rein. Entweder kriegen wir sie hier nochmal dargestellt oder eben dann im Nachgang. Was jetzt kommt, ist so ein bisschen Spaß und Freude, und es ist keine Competition. Es geht jetzt nicht darum, hier immer den Topscorer zu dienen, sondern eigentlich dient es dazu, Ihnen Hilfestellung zu leisten durch das Semester hinweg, ein bisschen Aktivität reinzubringen in so einen tristen Vorlesungsbetrieb. Und da kommt dann natürlich nochmal so ein Storyboard oder ein Scoreboard hier zu Trage, wo ich jetzt hier sehr gut sehen kann, dass ich dem Christoph gratulieren darf. Der hat alle Fragen richtig beantwortet und das in einer Minute und 53 Sekunden. Steffen, auch alle richtig, hat ein bisschen länger gebraucht. Julian, auch alle richtig, hat wiederum ganz fein granular länger gedauert. Ne? MS und LS dahinter, und ich denke mal, dann geht es bis nach ganz unten hin. Es gab hier einige, Namen sind wie gesagt Schall und Rauch, muss ich hier nicht erwähnen, wo da noch so ein bisschen Bedarf ist, vielleicht die ein oder andere Frage sich nochmal genauer vorzunehmen, genauer zu betrachten. Die Frage 6 war das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also welches Sicherheitsmerkmal ist am ehesten geeignet, einen Crash zu verhindern? Da war es der automatische Notbremsassistent die richtige Antwort. Ja, genau. Ich werde mich dazu bemühen, wenn wir dann solche Sachen wieder scharf schalten werden in Zukunft mit Preisen, dass ich mich ganz klar dann hier mit einer Stoppuhr wiederfinde, die 8 Sekunden sozusagen, also ansagen, jetzt kommt die Frage, 8 Sekunden später dann sozusagen das Go mache, damit jeder von Ihnen dort die gleiche Berechtigung hat. Aber ich denke, wenn es um solche Dinge geht, sollte im Vordergrund sein, dass Sie hier einfach wissen,
abchecken können, wie ist ihr Wissen gerade, wie gut oder schlecht haben sie selber abgeschlossen. Und es geht ja nicht in die Endprüfung ein. Also die Fragen können natürlich irgendwann wieder auftauchen, aber diese Ergebnisse jetzt hier, das sind jetzt keine Bonusleistungen, sondern die dienen in erster Linie erstmal der Gesamtheit. Alles, was ich dazu sage, alles, was dazu aufgenommen ist, können Sie dann auch im YouTube natürlich nochmal nachsehen, auch in der Retrospektive, wenn Sie dann die Klausurvorbereitung machen. Ich werde Ihnen in den Kapiteln, wenn wir so etwas machen, auch immer so einen Block einblenden. Hier geht es ausschließlich um Slido. Das heißt, in der Videounterschrift dann einfach dann anklicken, wenn es darum geht, irgendetwas mit Slido zu machen, sodass Sie dort auch relativ schnell und gut durch die Videos durchiterieren müssen, ohne einen 3-Stunden-Stream einfach nochmal, ja, mit der nach vorne Taste immer in 60 Sekunden skippen zu müssen. Das macht keinen Sinn. Das ist auch nicht zeitmäßig und auch nicht zweckmäßig. Und aus dem Sinne denke ich, oder in diesem Sinne denke ich, haben wir das ganz gut durchgebracht. Erstmal Hut ab. Das hat gut geklappt. Nicht nur technisch jetzt, sondern auch Sie haben da gut mitgemacht. Das ist nicht selbstverständlich. Also danke dafür. Gerne auch noch mal ein bisschen Feedback, ob Ihnen das gefallen hat, ob Sie von solchen Sessions einfach auch noch mehr haben wollen, ob ja, wie das bei Ihnen so angekommen ist. Ich gehe dann jetzt wieder zurück in den klassischen Vorlesungsbetrieb um und möchte vorher aber gerne mit Ihnen noch mal ein Video anschauen. Wir hatten ja gerade schon mal so ein Video und ich habe hier im Hintergrund, währenddessen Sie die Fragen beantwortet haben, einfach noch mal ein bisschen in YouTube geguckt. In meinen Vorlesungsunterlagen an irgendeiner Stelle wird dieses Video auch nochmal auftauchen, aber es passt gerade so gut, dass ich es mit Ihnen gerne nochmal ansehen möchte. Das ist bei mir dann sozusagen hier im Stream Deck die 5 und schon siehe da, wieder ein YouTube-Video und diesmal mit einem Tesla. Ich will Ihnen die Szenerie kurz mal präsentieren, das heißt, Sie haben dort einen Model S, das erkennen Sie an diesem riesig großen iPad in der Mitte. Sie haben einen Probanden, der in diesem Fahrzeug sitzt, das Lenkrad nicht anfasst und auch die Pedale nicht berührt. Das heißt, Sitz ist schön bequem nach hinten gezogen und er genießt jetzt tatsächlich eine Fahrt im Autopiloten. Autopilot ist nicht gleich autonomes Fahren. Darüber haben wir letzte Woche schon geredet und das ist auch wirklich etwas, da möchte ich Sie bitten, das auch grundsätzlich voneinander zu trennen. Also ein Assistenzsystem ist kein autonomes Fahren. Assistenzsysteme können dazu beitragen, dass das autonome Fahren funktioniert. Aber es ist von der Begrifflichkeit klar getrennt. Ich werde jetzt gleich nochmal das Video starten. Sie sehen auf der rechten Seite Left Reward Vehicle Kamera mit den Boundary Boxen, die wir eben auch schon kennengelernt haben. Medium Range Vehicle Kamera und natürlich auch Right Rear View Vehicle Kamera. Das heißt, letztendlich alle diese Umsichten sehen Sie da auch nochmal dargestellt. Die Boundary-Boxen sagen dann entweder aus, es ist ein Auto, es ist ein Hindernis, ein Fußgänger oder was auch immer. Und hier wird aus einer Garage, wie Sie sehen, hinten, also unten rechts im Bild, sehen Sie ja, dass sich dort ein deutsches Fabrikat verbirgt, das auch als ein Auto erkannt worden ist. Und von hier geht die Strecke los. Das Video geht 9 Minuten, wir werden das zum gegebenen Zeitpunkt werde ich das für Sie einfach auch ein bisschen skippen, das heißt zum Ende kommen. Aber gerade so die Anfangsphase dieses Videos ist durchaus sehr beeindruckend. Wenn man sich den Bilduntertitel anschaut, wird man merken, dass dieses Video aus 2016 stammt, also 4 Jahre her ist. Und in 4 Jahren hat sich hinsichtlich dieser Technologie sehr viel getan. Also was Sie hier sehen mit 35 Meilen pro Stunde, ist heute eben etwas, was um ein Vielfaches besser funktioniert oder schneller, ich sag mal, die Geschwindigkeit noch erhöht werden konnte mit einem gleichen Aspekt. Achten Sie bitte so ein bisschen darauf, konzentrieren Sie sich vielleicht auch auf, ich sag mal, das Hauptbild in der Mitte, denn Sie werden zum Beispiel Vollbremsungen sehen auf einfacher Straße. Sie werden erkennen oder sehen, dass dort ab und wann auch mal Fußgänger am Straßenrand entlang gehen mit ihrem Hund oder wie auch immer und auch dort wird das Fahrzeug einfach mal eine Vollbremsung machen. Achten Sie so ein bisschen darauf, weil hier natürlich die Geschwindigkeit des Videos erhöht worden ist, um mehr Strecke in kürzester Zeit eben zu demonstrieren. Hier wird nämlich aus einem, ja, letztendlich aus der Innenstadt einer Parkgarage auf das Firmenzentrum von Tesla gefahren und dort am Ende auch noch autonom eingeparkt. Ja, Realtime Speed, genau. Gut, ich starte das mal für Sie und
Sie müssen jetzt keine Angst haben. Also Sound hat das Ding nicht. Die Agenda unten, also einen Motion Flow, einen Lane Lines, also auch Objekte werden dort dargestellt. Ne? Naja, Realtime-Speed ist im Titel zwar erwähnt. Sie sehen jetzt auf dem Tacho sehr gut eben 15 Meilen pro Stunde. Also es sind keine km/h, sind Meilen pro Stunde. Und Sie sehen, er verzögert mal wieder ein bisschen, er gibt wieder ein bisschen Gas. Jetzt ist ein Fahrzeug davor, das sich auch noch löst. Denn 15 Meilen pro Stunde gibt es nicht auf amerikanischen Straßen. Die dürfen also durchaus auch ein bisschen schneller dort fahren. Hier ist dann mal wieder ein Kreuzungsszenario. Da muss man ein bisschen angehalten werden. Jetzt will er natürlich. Ach, das ist noch erwähnenswert. Die Strecke ist natürlich über Navigationssystem eingegeben worden. Das heißt, wo das Fahrzeug jetzt hinfahren soll, das weiß es. So, hier fährt es jetzt weiter. Das ist grüne Ampel. Dementsprechend wieder schön auf 15 Meilen, 20 Meilen. Beschleunigt jetzt auch mal auf 25 Meilen die Topspeed, die ja gerade eben dargestellt worden ist. Und ich glaube, gleich kommt der Punkt, wo er tatsächlich wahllos einfach mal voll in die Eisen geht. Also bei dem Stoppschild, genau hier, einfach mal wahllos in die Eisen. Dann fährt es langsam zu dem Stoppschild, möchte jetzt rechts abfahren. Hier ist noch so ein verrückter Fahrradfahrer davor gefahren und lenkt schon mal ein, achtet da drauf. Die Verkehrsregeln in Amerika sind ein bisschen anders als bei uns. Gerade bei Stoppschildern ist das so, dass man da durchaus, ja, mit Handzeichen demonstriert, du darfst, gerade wenn von allen Seiten eben ein Stoppschild ist. Solche Szenarien haben wir bei uns eigentlich weniger. Das ist jetzt einfach nochmal ein Hinweis. Ich glaube, wenn wir über die Kuppe drüber sind, kommen dann gleich nochmal ein paar Jogger. Mag ich mich dran zu erinnern. Und auch dort wird das Fahrzeug einfach mal voll in die Eisen gehen. Warten wir mal ab, bis der Punkt gekommen ist. Irgendwo gleich wird es sein. Na. Hier so ein Stoppschild, so, da wird es dann vorbeifahren. Das sieht ja alles ganz akkurat und nett aus. Aber wenn man jetzt mal diesen Geschwindigkeits-, den Motion Blur und sowas mal ausblendet, dann werden Sie schon merken, dass es natürlich zwischen 0 und 1 die ganze Zeit iteriert. Ne? Also entweder Vollgas oder Vollbremsung. Hier aber durchaus auch in der Lage ist, an kritischen Situationen, da ist eine Construction Zone an der rechten Seite. Genau. Da war nochmal die Ansage im Chat. Ah, hier ist ein Jogger. Den hat er irgendwie, ja, einfach mal ignoriert. Den fand er in Ordnung. Und oh, das will ich Ihnen noch unbedingt zeigen hier in dem Video. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann wir dann das skippen müssen. Da ist wieder ein Jogger mit dem Hund gewesen, hat ihn auch nicht wirklich interessiert. Aber gleich werden wir nochmal zwei Passanten sehen, die dort mit dem Hund unterwegs sind. Auch hier einfach nochmal schön wahllos ins Stoppschild rein. Und ach bitte, jetzt komm, jetzt habe ich schon so angeteasert, jetzt soll das langsam mal hier passieren. Sie sehen auch ein bisschen Nebel, also auch solche Situationen muss man sich natürlich stellen, dass auch Bildverarbeitungsprozesse, Radartechnik und so weiter damit dann bitte auch abgegolten werden und das zu Bedingungen, die eben auch die Umgebung dann darstellen. Mein Gott, war das so spät in dem Video mit diesem süßen kleinen Hund, der fast überfahren wird? Ah, ich glaube, da sind sie. Das sieht gut aus. Genau. Zack. Einmal kurz in die Eisen. Volle Kanne. Und ab geht die Post. Man könnte jetzt drüber streiten, ob das gut ist. Oder ob das möglicherweise gerade gar nicht so gut gewesen ist. Das sind Dinge, das müssen wir nochmal gesondert gucken. Ich gehe mal so weit nach vorne, bis wir den. Naja, hier irgendwo. Bis wir dann gleich tatsächlich auf das Firmen. Hier ist die Firmenzentrale von Tesla. Und da fährt er jetzt hin. Ne? Zack. Ganz normaler Parkplatz letztendlich. Wieder ein Stoppschild dort. Und die merken schon, amerikanische Straßen, die leben irgendwie von Stoppschildern. Und der fährt jetzt noch ein bisschen weiter auf den Punkt, wo der Fahrer eben gesagt hatte, er möchte dort rausgelassen werden. Jetzt steigt er aus. Ne? Also auch nichts Tragisches in Anführungsstrichen. Unter normalen Umständen würde das Auto da jetzt in der Position einfach stehen bleiben. Aber es soll jetzt automatisch einparken. Und da vorne ist ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen schon mal guckt, ist ja eine Parklücke. Jetzt rennen da noch ein paar Wichte dann über die Straße. Typisch amerikanisch. Ich habe Vorfahrt. Und das Fahrzeug ist jetzt sozusagen im Dornröschenschlaf, weckt sich automatisch auf, wenn es der Meinung ist,
ich will jetzt mal wirklich das Parken aversieren. Da muss ein bisschen Platz sein. Und ja, jetzt ist es aufgeweckt. Jetzt rennt da noch jemand vorbei, der fast umgefahren wird. Und zack, mit 2, 3 Meilen pro Stunde wird erstmal an irgendwelchen Parking Spaces vorbeigefahren. Wird eben geguckt, ups, da ist irgendwie eine relativ große Lücke, die kann ich vielleicht mal nutzen. Und dann wird jetzt automatisch eingeparkt. Rückseitig natürlich mal Volleinschlag rechts, Volleinschlag links, zack, stehen wir relativ gut, drehen nochmal gerade, stellen das Fahrzeug nochmal ein bisschen schön hin und zack, haben wir es geschafft und stehen in unserer Lücke. So, mache ich jetzt mal so als Video, können wir einfach hier nochmal kommentieren. Also, was haben wir gesehen? Wir haben 2016 eben schon oder waren 2016 schon in der Lage, autonomes Fahren, ne, wenn alles gut geht, zu adressieren, durchzuführen. Natürlich auf amerikanischen Straßen ist das Rechtliche etwas anders als in Deutschland. Das müssen wir uns dann auch nochmal anschauen. Also technisch ist viel möglich. Rein rechtlich dürfen wir aber viele Sachen noch nicht. Und gerade auch die Thematik, die wir gesehen hatten, der Insasse war ja die ganze Zeit theoretisch in der Lage, ins Lenken und auch ins Gas- und Bremspedal eingreifen zu können. Theoretisch. Gemacht hat das nicht. Aber ich denke auch, es muss Ihnen klar sein, dass so ein Video natürlich nur dann präsentiert wird und einer breiten Masse präsentiert wird, wenn man da nicht gerade jemanden umgefahren hat. Also, was Sie hier sehen, ist der Gutfall. Ich war vor 2 Jahren in Amerika, meine Schwester besuchen und habe dann dort auch in so einem Tesla Center dann mal reingucken können und habe da auch in so einem autonomen Fahrzeug gesessen. Das ist aber witzig, aber eben auch beängstigend zugleich. Zum einen, dass Vollbremsung und eben Vollgas irgendwie so zwei Dinge sind, zwischen denen wird dann immer her hin und her geregelt. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn Sie jetzt bereits ein unglaublich schlechter Beifahrer sind, und offenkundig gehörte ich gerade in diesem Szenario dazu, dann wird das autonome Fahren für Sie echt irgendwo nochmal so ein richtiger Punkt sein, wo sie wirklich dann vielleicht auch sagen, ah, sie können da gar nicht abschalten und Zeitung lesen, weil sie die ganze Zeit Angst haben, dass das Fahrzeug irgendwelchen Blödsinn macht. Also auch da, wenn es technisch möglich ist, und es gibt ja wirklich auch Stimmen in der Industrie, die sagen, na, 2030 fahren wir auf jeden Fall autonom, vereinzelt vielleicht, auf Flughäfen passiert das heute schon. Aber so dass die breite Masse das nicht nur akzeptiert, sondern dass es eben auch eine gewisse Durchdringung am Markt hat, weiß ich nicht, ob das 2030 tatsächlich schon der Fall ist. Technisch ja, infrastrukturell und vor allem auch rechtlich wage ich das noch so ein bisschen zu bezweifeln. So, fühlt sich wahrscheinlich wie die frühen Automatikautos an, wo es auch immer einen Ruckeln gab beim Schalten. Das war die Frage aus dem Chat. Ja, mache ich für Sie auch nochmal hier groß, damit Sie die auch haben. Klar, also frühere Automatikgetriebe haben natürlich kein Doppelkupplungsgetriebe gehabt, in dem Sie einen Gang schon vorwählen, sondern letztendlich war das so ein Ruckeln und noch ein Ruckeln und noch ein Ruckeln. Das ist toll, wenn Sie eben Rennfahrer sind und einfach jeder einzelne Gangwechsel so richtig ins Rückenmark geht. Das kann einem richtig Spaß machen. Wenn es um Komfort geht, ist natürlich ganz klar, da wollen Sie dieses Schaltruckeln, diese Gangwechsel, die wollen Sie eigentlich kaum spüren. Sie wollen wie an so einem Gummiband, Katapult, ja, von 0 bis 200 möglicherweise einfach, ja, hoch geregelt werden, ohne dass Sie da nennenswerte Gangwechsel verspüren. Das ist heutzutage möglich, Doppelkupplungsschaltgetriebe, sogenannte DSG-Getriebe. Das in der Industrie aber auch immer anders heißt. Also das ist jetzt der Wortlaut, der aus dem Volkswagen-Konzern kommt. Ein Disktronic ist das ACC von Mercedes und auch ein Tiptronic. Und viele andere Begrifflichkeiten kommen dann eher so aus der Mercedes-Welt. Meistens sind ja auch Schaltwippen dann am Lenkrad, sodass sie sequenziell schalten können, nämlich rechts hoch, links runter. Ich will es jetzt nicht irgendwo runterbrechen, aber ich habe das selber im Auto und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das vielleicht 4-mal benutzt. Wenn man mal wirklich wieder Lust hat, so ein bisschen arg Gas zu geben und irgendwie auch mal so ein bisschen ins Driften zu kommen oder wie auch immer, dann macht das Sinn, mal bei einer hohen Drehzahl den Gang runterzuschalten, das Fahrzeug querzustellen und so weiter und so fort. Aber das
beim normalen Casual-Fahren von hier zur Arbeit ist das einfach, ja, das nutzt man nicht. Also ob da nun irgendwelche Hebel am Lenkrad sind oder nicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass sie übrig sind. Manchmal macht es ja Spaß, aber man nutzt es so gut wie nicht. Kann auch sein, dass es so endet wie mit der Sprachsteuerung am PC. Sicher, genau, dass man einfach es kann, aber nicht nutzt. Und das sind viele Assistenzsysteme, die so aufgebaut sind. Sie werden sicherlich irgendwann, wenn nicht schon jetzt, mal mit Assistenzsystemen konfrontiert werden, weil sie ein Leihfahrzeug haben von Europcar, Sixt oder wie auch immer und das ist vollkommen ausgestattet mit allem, dann werden sie bestimmt ein bisschen spielen. Aber bei vielen Dingen werden sie merken, ups, also das stört mich eher, als dass es mir hilft. Zum Beispiel der Müdigkeitswarner, der diese Kaffeetasse darstellt. Das ist eins der ersten Funktionen, die man sich irgendwie wegwünscht. Weil, seien Sie jetzt nur mal ein Brillenträger. Mercedes nutzt das und BMW auch mit einer Kamera, die auf Sie gerichtet sind. Die gucken also, wie oft Sie sozusagen blinzeln. Und es ist völlig unterschiedlich, ob Sie Kontaktlinsen tragen, ob Sie ein Brillenträger sind, ob Sie kein Brillenträger sind und dann auch noch mal als Mensch gesehen, unterschiedlich, wie oft Sie eben blinzeln. Üblicherweise ist das aber ein Indikator dafür, dass wenn Sie ganz viel blinzeln oder extrem wenig blinzeln, dass Sie möglicherweise gleich in Schlaf verfallen. Natürlich, dieses Augen zumachen und Augen bleiben zu ist ein super Indikator dafür, dass man gerade in den Schlaf verfallen ist. Aber es gibt noch weitere Aspekte, die einfach eine Rolle spielen. Wie stark fassen Sie das Lenkrad an? Wenn der Druck entweder wirklich stark zunimmt, dass Sie verkrampfen oder eben völlig nachlässt, dass Sie da so richtig seitlich wegsacken, das sind alles Indikatoren, die müssen zusammengreifen, damit Sie in der Lage sind, daraus ein technisches Konstrukt zu entwerfen, wie zum Beispiel Müdigkeitssensor, der dann auch wirklich funktioniert. In den meisten Fällen taucht dann diese Kaffeetasse auf und Sie sind gerade losgefahren. Ne? Morgens Garagentor auf, schön ins Auto gesetzt, da Sitzheizung an, möglicherweise noch Navigationssystem, Radio, alles aktivieren und dann fahren Sie los. Sie sind ausgeschlafen, es ist 10 Uhr morgens. Sie sind möglicherweise schon etwas länger wach. Und plötzlich, 2, 3 Kilometer später, sagt Ihnen das Auto, Sie sind müde. Ja, offenkundig kann das sicherlich stimmen bei dem einen oder bei dem anderen, aber ich persönlich habe das sehr oft eben kennengelernt, dass dieses System behauptet, ich sei müde, obwohl ich es gar nicht bin. Andersrum ist es natürlich auch immer eine Geschichte, wie weite Strecken fährt man. Also der Algorithmus, der im Hintergrund dann auch läuft, der misst natürlich auch die Anzahl an Kilometern ohne Pause. Und wenn Sie jetzt 600 Kilometer ohne Pause fahren, dann ist das schwierig. Bei mir als Brillenträger funktioniert das sehr gut. Das mag sein. Teilweise ist es als Brillenträger aber auch so, wenn Sie keine entspiegelten Brillengläser haben, dass dann eben auch das System dort möglicherweise seine gewissen Probleme hat. Es gibt auch keinen Sensor, der irgendwie aus der Bestuhlung so nach oben ragt, in Ihren Körper hinein möglicherweise und dann Ihren Koffeinspiegel misst, um wirklich zu sagen, der braucht mal wieder einen Kaffee. Also Kaffee soll helfen, ein Red Bull soll helfen und ich denke, wichtiger ist eher, dass man sich bewusst macht, dass lange Strecken eben auch anstrengend für den Körper sind, auch wenn man es möglicherweise nicht merkt. Und gerade wenn solche langen Strecken noch in die Nacht hineingehen, wo es viel monotoner ist, dann ist weniger Verkehr. Sie fahren dann 200, 300 Kilometer einfach nur geradeaus. Dass Sie da bitte darauf achten, ohne ein solches System oder auch mit, mal ein paar Pausen zu machen, sich mal die Beine zu vertreten, mal frische Luft einzuatmen und so weiter und so fort. Ne? Das einfach nur mal dazu. Genau, und es handelt sich, wie im Chat hier schon erwähnt gehabt, also natürlich auch um eine Erinnerung, dass es sich dort, dass man wieder Kaffee nachtankt. Ne? Ist jetzt mal spaßlich benannt. Gut, 10 Uhr und 4 und 50, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich werde jetzt so weit machen, bis wir eben irgendwie wieder so einen Punkt erreichen, wo es dann für mich sinnvoll ist, dann auch den Absprung zu schaffen. Ich weiß ja, dass nicht nur ich, sondern auch Sie heute noch ein großes Programm vor sich haben werden. Und da müssen wir uns ja gegenseitig nicht so stark quälen, bis Blut kommt, sondern da können wir dann ja einfach so weitermachen wie bisher. Gut, die Klassifikation, da haben wir drüber gesprochen und ich denke, das ist jetzt auch jedem klar geworden, was da passiert. Wir gehen jetzt mal in einen Bereich hinein, wo ich der Meinung bin, dass einige von Ihnen da vielleicht durchaus durch den Bachelor oder auch durch eine Ausbildung, die Sie vielleicht genossen haben,
einiges an Erfahrung haben über die sogenannten ECUs, also Electronic Control Units, zu Deutsch Steuergeräte. Das ist ein trockenes Ding. Ich versuche das für Sie so ein bisschen anzufeuchten, aber letztendlich basiert alles, was wir mit Assistenzsystemen, autonomen Fahren und tollen Funktionen uns anschauen, auf einen oder mehreren von diesen kleinen Bauteilen. Und kleine Bauteile heißt, ich habe jetzt keins hier. Normalerweise haben wir im Labor eins. Ich versuche mal das nächste Mal aus dem Labor eins mit ins Homeoffice zu nehmen, damit ich Ihnen das auch mal wirklich präsentieren kann. Ich habe aber noch ein paar Fotos in dem Folienfilm drin, in dem man das dann auch noch mal vernünftig anschauen kann. Üblicherweise sehen Sie hier aber in dem Bild schon ein Steuergerät, das über eine Steckerverbindung am rechten Rand verfügt. Einiges an Pins, also nicht nur jetzt so ein USB-Kabel, was da eine Rolle spielt. Einiges an Chip, einiges an Speichern, einiges an Leistungselektronik, also um auch mal irgendetwas ansteuern zu können. Und was wir hier auch sehen, ist ein Aluminiumgehäuse oder Metallgehäuse. Und immer dann, wenn ein Metallgehäuse ins Spiel kommt, dann ist das an einem Punkt, wo Schmutz, wo Dreck und möglicherweise Wasser hinkommt. Also solche Steuergeräte sind sehr, sehr oft dann im Motorraum. Oder irgendwo unterhalb des Fahrzeuges, da wo eben Schmutz hinkommt, positioniert. Desto geschützter ein Steuergerät ist, also vor allem im Fahrzeuginneren, da werden Sie meistens dann auch ein Kunststoffgehäuse haben und dann wird es dann auch gewesen sein. Gut, gehen wir mal durch den Folienfilm durch. Das heißt, die Aufgaben von so einem Steuergerät sind relativ ähnlich aufgebaut zu den Aufgaben, die möglicherweise Ihr Smartphone realisieren muss oder ein anderes System. Es geht erstmal darum, um zu überprüfen, ob eine Funktion in einem Fahrzeug denn gerade vernünftig läuft oder nicht. Das heißt, Steuerungsfunktion. Das Wort Control and Regulation sagt uns ja schon so ein bisschen, dass es hier auch um Regelung, um Regelungstechnik sich handeln kann. Das heißt, wenn dieses Steuergerät den und den Werten bietet oder meldet, dann soll ein anderes Steuergerät oder ein Algorithmus bitte diese Wertigkeiten entgegennehmen und damit dann irgendwas Tolles machen. Magie zum Beispiel. Und diese Magie kann wie folgt ausschauen. Sie haben in Ihrem Tempomat gesagt, Sie wollen 80 km/h fahren. Und dann sorgt der Algorithmus dafür, dass durch die regelungstechnischen Aspekte jedes Steuergerät eben weiß, was es zu tun hat. Und da kann es sein, dass dann das Motorsteuergerät, weil Sie gerade den Berg stark hochfahren, mitgeteilt bekommt, dass es ein bisschen mehr Leistung bitte abruft, weil eben Sie 80 km/h fahren wollen und nicht 60 km/h. Nehmen Sie sich so vor, das Fahrzeug fährt hier und plötzlich ist ein Anstieg. Dann muss natürlich auch mehr Leistung abverlangt werden und dementsprechend muss dann eben auch dieses gesteuert werden. Das machen Sie ganz unwillkürlich mit Ihrem Gaspedal auch, also in der Pedalerie. Üblicherweise haben Sie aber auch dort irgendwo einen Stand und die Algorithmen im Hintergrund haben das für sich auch so ein bisschen erkannt durch historische Werte, dass dann diese 80 bitte auch die ganze Zeit über angesteuert werden. Nicht, dass sie den Berg hochfahren und verzögern ungemein oder dass, wenn sie den Berg runterfahren, dann plötzlich 180 fahren, obwohl sie eigentlich nur 80 fahren wollen. Ne? Die Evaluation von Sensoren ist aber auch eine wichtige Aufgabe, die diese Steuergeräte erledigen müssen. Das heißt, funktionieren die überhaupt? Oder haben die möglicherweise gerade ein Problem? Habe ich dort zwei unterschiedliche Sensoren in der Front, zum Beispiel ein Radar und eine Kamera? Und die Kamera sieht irgendwelche komischen Figuren und das Radar sieht aber gar nichts. Dann muss ich natürlich irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen. Nicht ich persönlich, sondern natürlich auch die Steuergeräte, die dann immer mit prozentualen Werten arbeiten und sagen, also ich sehe dort zu 80% einen Menschen. Ich validiere das aber nochmal mit dem Radarsignal und das sieht zu 0% irgendetwas. Also wem vertraue ich jetzt mehr? Vertraue ich jetzt dem Kamerabild mehr? Vertraue ich den Sensoren aus dem Radar, LIDAR, Ultraschall mehr? Und da gibt es dann relativ schnell ganz, ganz viele unterschiedliche Constraints, die sich da ergeben. Und die sind eben auch nicht einfach zu erzeugen. Und die sind auch nicht einfach zu quantifizieren und auch nicht einfach zu testen. Das heißt, wenn es um solche Steuergerätentwicklung geht, dann ist das eben nicht eine einfache App entwickeln und mal versuchen, damit Geld zu entwerfen, sondern das ist üblicherweise ein Algorithmus, eine Funktion oder eine mehrfache Funktion, die dahinterlegt sind, die durchaus über das Leben eines Insassen oder auch eines Fußgängers oder Unbeteiligten oder wie auch immer entscheiden können.
Die Situation und die Aktivierung von Aktuatoren soll gemacht werden. Soll heißen, wenn Sie den Knopf drücken, soll bitte der Motor starten. Das macht man heutzutage nicht mehr mit irgendeinem Draht, der dann 12 Volt Signal abnimmt und dann dementsprechend irgendeine andere Magie dann durchführt, sondern es sind üblicherweise Nachrichten. Das heißt, diese Steuergeräte, die arbeiten wie auch ein verteiltes System. Für diejenigen, die ja verteilte Systeme bei mir noch hören, die dürften dann spätestens nächste, übernächste Woche wirklich ein Liedchen davon singen können, dass es sich hier um Systeme handelt, die Nachrichten austauschen. Also auch wie das Internet, wie ihr WhatsApp und was auch sonst so nutzen, ist ja eine Komponente, die einfach Nachrichten austauscht. Nachrichten im Klartext, die Sie eben sehen können und interpretieren können. Das heißt, dort diese Chatbotschaften, die Sie dort haben, möglicherweise aber auch andere Dinge, basieren ja mehr oder weniger auf Nullen und Einsen. Und ich glaube, wenn wir dort jetzt irgendetwas darstellen und Sie sehen einfach nur so einen Byte-Stream aus Nullen und Einsen, dann hilft Ihnen das relativ wenig. Eine Matrize, also eine Matrix, ist auch nichts anderes als ein Bild, das wir hier sehen. Ich versuche ihn mal kurz irgendwo hier so darzustellen, also so ein kartesisches Koordinatensystem, Y so, X so, dann ein Bild dort einbauen, dann hat natürlich jeder einzelne Pixel eine X- und Y-Koordinate. Kann man auf die Art und Weise lösen? Letztendlich, charmant gesehen, ist es nichts anderes als eine Matrix. Das heißt, will man Bildverarbeitung machen, arbeitet man automatisch mit Matrizen. Und wenn Sie von der Schule gekommen sind und Matrixberechnungen wirklich bis zum Erbrechen auch konnten und auch im Studium konnten, dann haben Sie natürlich auch bei den bildverarbeitenden Prozessen vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf, was da alles zu erledigen ist. Matrizenfaltung und Transponente und was es da alles gibt, sorgen dann letztendlich dafür, dass Sie aus solchen Bildern auch Dinge interpretieren können. Gerade eine Matrixfaltung, also eine Transformation in etwas anderes, kann dazu führen, dass Sie eine Szenerie haben mit der Verzerrung von der Geradeausfahrt. Haben wir ja auch in den Videos jetzt zuhauf gesehen gehabt. Aber Sie wollen eigentlich eine Draufsicht. Sie wollen quasi wie, als würde eine Drohne über Ihrem Fahrzeug fliegen und ganz genau Ihnen das Bildmaterial geben, was vor Ihrem Fahrzeug passiert. Also alles vor der Fahrzeugschnauze. Da können Sie natürlich eine Drohne kaufen und die immer drüber fliegen lassen und das Bildmaterial auswerten. Sie können aber auch einfach Mathematik anwenden, die Matrize falten, die Matrize transponieren, die Matrize letztendlich auch umstrukturieren mit einer Überführungsfunktion und dann sämtliche Pixel so umstrukturieren, dass Sie plötzlich eine Draufsicht haben. Das wird natürlich nicht 4K auflösend, wunderbar klar und schön sein. Da kommen wir dann noch drauf, das werden wir uns noch angucken. Aber plötzlich können Sie aus dem Bild auch Abstände identifizieren, indem Sie das dann einmal einmessen. Und dann wissen Sie, okay, wenn das so und so viele Pixel entfernt ist, dann sind das eben, keine Ahnung, 80, 20, 30 Zentimeter. Auf diese Art und Weise sind heutzutage auch Surround Views bei Ihren Fahrzeugen ja, etabliert, sage ich mal. Es ist keine Seltenheit, dass mehrere, vielleicht vier mindestens Kameras an Ihren Fahrzeugen verbaut sind. Zwei in den Spiegeln, nach unten gerichtet, eine in die Front, meistens irgendwie oberhalb des Nummernschildes, also irgendwo Kühlergrillebene. Und dann nochmal die Rückfahrkamera, die natürlich dann beim rückseitigen Einparken nochmal eine Rolle spielt. Nehmen Sie alle diese Bildinformationen zusammen und machen da ein bisschen Magie mit, dann können Sie in Ihrem Infotainment-System plötzlich von oben auf Ihr Auto gucken. Live. Und sehen, da ist der Bordstein, da steht gerade eine Katze und winkt, da ist dies und das und jenes. Und das ist alles eine Errungenschaft, die auf ein und derselben Technologie basiert, nämlich der Informatik und eben dem Einsatz von solchen geeigneten Steuergeräten. Beispiele für solche, ja, gehen wir einfach mal durch, Aggregate. Und ich hatte ja gefragt gehabt, wo sie so herkommen. Emden ist so typischerweise eine Volkswagen-Bucht, aber wenn sie jetzt so aus Ingolstadt, Stuttgart, München oder sowas kommen würden, dann würden Sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich das Wort Motor in den Mund nehme, sich kringelig lachen. Denn gerade unterhalb des Weißwurst-Äquators spricht man bei Motorentechnologien eigentlich eher von Aggregaten. Ne? Also Aggregattechnologie, Aggregatforschung hat dann letztendlich alles damit zu tun, was man bei uns dann dementsprechend Motor nennt. Also für den Motor, also die Engine und die Transmission. Und die Transmission ist eigentlich nichts anderes als die ja, Gangschaltung, wenn man so möchte.
Safety Systems, also wirklich Dinge, die Sicherheitsaspekte beinhalten, wie zum Beispiel Airbags. Auch dort sind Steuergeräte eingesetzt, die über Crash-Sensoren angeschlossen sind und dann wirklich detektieren, wo kommt denn der Impact, also wo kommt denn gerade der Crash her? Ist das ein Frontalcrash? Ist das ein Crash von hinten? Kommt der Crash von der Seite? Das bedarf natürlich unterschiedlicher Algorithmen, dann auch das Richtige zu tun. Denn wenn der Crash von der Seite kommt und gucken Sie das einfach mal in das Bild hier bei mir unten links. Wenn der Crash von der Seite kommt und Sie einmal so aus dem Bild geschossen werden, dann macht es natürlich wenig Sinn, den Front-Airbag zu öffnen, weil die komplette Energie natürlich in die Seite geht. Es macht auch keinen Sinn, dass wenn Sie einen Frontalunfall haben, also wirklich frontal in jemanden hineinfahren oder in ein Hindernis hineinfahren, dass dann die Seitenairbags öffnen. Es sei denn, Sie fahren wirklich so irgendwo schräg drauf. Und das hat natürlich auch eine gewisse Bewandtnis, warum man dort nicht das gesamte Feuer schon verschießt. Also Sie haben ja eine Vielzahl an Airbags, Seitenairbags, Sitzairbags, den Frontairbag, den Beifahrerairbag. Teilweise haben Sie auch noch bei Cabrio-Systemen diese Dornen, die hinten rauskommen, um den Überrollschutz zu bieten und so weiter und so fort. Da sind viele, viele Sprengstoffe um Sie positioniert, um im schlimmsten Fall der Fälle eben Sie dort heil und sicher aus dem Wrack heraus doktern zu können. Aber zurück zu dieser Vielzahl an Airbags, werden wir uns alles feingranular noch anschauen, aber es passt gerade so schön. Stellen Sie sich eine Szene vor, Sie fahren auf eine Kreuzung zu und genau, im Chat kam schon die richtige Ansage und haben dann einen Auffahrunfall und sind jetzt sozusagen direkt mit Ihrem Fahrzeug auf der Strecke. Und die anderen kriegen grün, haben nichts mitbekommen oder zeitlich passt es gerade so gut, kriegen sie danach dann auch noch einen seitlichen Einschlag, also einen sekundären Einschlag, wie im Chat gerade erwähnt worden ist. Dann ist es natürlich gut, wenn sie dann noch mehr Airbag-Systeme zur Verfügung haben, ne? Also einmal vorne ins Kissen genießt und dann sind sie froh, dass beim zweiten Impact dann der Seitenairbag ihnen dann möglicherweise ja, weiterhin das Leben rettet. Denn es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, gerade in Kreuzungssituationen, dass es nur einen einzigen Impact gibt. Wir gucken uns das an, versuchen das auch zu simulieren in Zukunft, aber das muss Ihnen einfach klar sein. Es gibt so ein paar Szenarien, die einfach relativ oft nicht nur einen Unfall beherbergen, sondern mehrere. Und da kann man unterschiedliche Sachen tun. Und eins dieser Dinge ist eben das Auslösen der Airbags. Das Anziehen ihrer Sicherheitsgurte und so weiter und so fort sind viele Dinge, die wir dann uns noch anschauen werden, indem dann aus diesen Einzelkomponenten plötzlich ein Assistenzsysteme entwächst. Chassis-Systeme, also alles, was ich sag mal mit der Karosserie, also dem Chassis an sich dann auch vereinheitlicht ist, das ist zum Beispiel Anti-Blockiersystem, ESP, alles Dinge, die eben auf der Ebene des Chassis funktionieren. Komfortsysteme wie Air Condition, also die Klimaanlage, Heizung, und so weiter und so fort, sind natürlich Dinge, die tertiär sie auch irgendwo beeinträchtigen oder befürworten, wenn sie so ein Fahrzeug dann führen. Gerade wenn es irre heiß draußen ist, dann sind sie froh, eine Air Condition zu haben. Und Displays. Das wird ein Punkt sein, also Head-Up-Display, diese Virtual Desktops hätte ich jetzt schon fast gesagt, diese Virtual Cockpits, die mittlerweile sehr en vogue sind, wo sie nicht mehr, wie Sie hier im Bild sehen, dort ein Tachosystem haben mit Rundinstrumenten, analog, sondern vollflächig digital haben. Das treiben einige sehr auf die Spitze. Aktuelle S-Klasse von Mercedes hat wirklich ein komplettes OLED-Display, einmal in der kompletten Front, die auch noch über unterschiedliche Ansteuerungsmechanismen verfügen. Das heißt, wenn Sie vom Winkel her über dieses Dashboard gucken, dann hat der Fahrer andere Informationen als der Beifahrer. Der Beifahrer kann dort theoretisch gerade ein YouTube-Video schauen oder wie auch immer seine Kalendereinträge begutachten oder, währenddessen die Sicht winkeltechnisch vom Fahrer eine ganz andere Information darstellt. Und es ist sicherlich auch zu Demonstrationszwecken total genial, über das komplette Dashboard so ein bisschen den Verlauf, wo sie denn jetzt langfahren müssen, zu präsentieren. Oder einen total genialen Coverflow von ihren angeschlossenen Android mit Spotify oder ihrem iPhone dann mit iTunes und
was auch immer sie da so nutzen, dann einfach präsentiert. Vielleicht auch noch die Geschwindigkeit ganz groß, die sie da gerade fahren, oder. Aber wir werden uns das nochmal feingranular anschauen und merken, dass desto mehr sie solche Informationen einfach zur Verfügung haben, desto mehr gucken sie auch drauf. Und da gibt es sehr, sehr viele nette Features, wie Rundenzahlen, wie aktuell die Gehkräfte sind und so weiter und so fort, die dafür sorgen, dass sie viel mehr aufs Display gucken, als eigentlich in die Szenerie, die sie da irgendwo gerade bewerkstelligen müssen. So ein Steuergerät aus einem Golf 3, früher mal mein eigenes Fahrzeug gewesen, hat ja, diverse Anschlüsse auf der linken Seite für die Leistungselektronik. Das sind also Transistoren hier auf der Seite, das können Sie, glaube ich, ein bisschen sehen, die auch noch mit Kühlrippen versehen sind. Da läuft dann die Anschlüsse an eben richtige Aktuatorik, wo eben Strom fließt und nicht wenig Strom fließt, wo auch ordentlich Ampere fließt. Hier auch nochmal die Heatsink. Ne, ein schönes Bosch-Logo hier drin sieht man auch, dann weiß man auch, wo das herkommt. Im Übrigen sind viele Steuergeräte von Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW eigentlich ein und dieselben, nur mit einer unterschiedlichen Software. Dann für jedes einzelne Fabrikat gibt es eine unterschiedliche Software. Sie sehen hier oben auch nochmal so ein Logo von Siemens. Sie sehen hier den Hauptchip, wo etwas gemacht wird. Und da ist damals eben. Das Motorsteuergerät ist von einem Gangschalter, ist dann dieser Chip hier gar nicht erst eingelötet. Wäre es eine Automatik gewesen, dann wäre hier ein zusätzlicher Chip, der dann eben auch noch zusätzliche Informationen entgegennimmt und zusätzliche Stellmöglichkeiten dementsprechend auch erzeugen muss. Früher wurde da eben so gespart, dass dann der Chip weggelassen wird. Heutzutage ist es aufgrund der Fertigungsgebaren fast gar nicht möglich, derartig viele Varianten zu besitzen, sondern da baut man 100.000 Mal die gleiche Stückzahl, die ist dann auch günstig in der Produktion und flasht die einfach unterschiedlich, weil das ist dann wieder günstig. Und das ist ein Bestandteil, der kommt natürlich aus der Informatik. Wir sind ja sehr affin, was das Flashen von Chips, von Softwarekonstrukten allgemein etc. betrifft. Also von hier wirklich nur mal so ein bisschen der Weg dorthin, dass Sie mal sehen, wie sieht so ein Steuergerät aus. Das ist halt eine Platine, da sind Chips drauf, da ist Leistungselektronik drauf, da sind auch die ein oder anderen Dioden drauf, manchmal auch noch einen Sensor, der eben Feuchtigkeit misst, um zu diagnostizieren. Apropos, das Auto ist gerade abgesoffen, vielleicht sollten wir das mal stromlos machen, weil Wasser und Strom, das mag sich sonst sehr gerne. Und diverse andere Dinge. Und über diese Schnittstellen, meistens dann irgendwo hier oben. Oder eben an der Seite positioniert, lernt dann das Steuergerät mit Informationen von anderen umzugehen. Da kommen dann Feldbusse zutage. Der CAN-Bus ist ein ganz prominentes Beispiel dafür, das heutzutage noch den de facto Standard darstellt in der Automobilindustrie. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Bus, der über eine Differenzspannung verfügt und dadurch Nullen und Einsen repräsentiert. Kommen wir noch darauf zu sprechen, wie dann dort auch eine Arbitrierung, also eine Priorisierung vonstatten geht. Aber das ist eben eine Thematik für später. Requirements for Plugs, das ist also nicht aus dem Erotikhandel ein Plug, sondern das ist tatsächlich wirklich mal diese Stücke, die Sie eigentlich gar nicht sehen. Das ist also auch ein Steuergerät, ist ein verteiltes System, das Sie üblicherweise nie zu Gesicht bekommen. Wenn Sie einfach ins Auto einsteigen, sehen Sie die nicht. Da sind Verpackungen drumrum, da ist oftmals Leder drüber, da ist ein Sitz drüber, da ist ein Dashboard drüber, da ist ein Display drüber oder. Sie wissen teilweise gar nicht, wie viele Computer in Ihrem Fahrzeug verbaut sind. Und ich gebe Ihnen da mal so einen Anstieg vor, dass so, ich sag mal, Funktionen, so 1996 ist, na, 94 ist ein Airbag als serienmäßiges Konstrukt eingebaut worden. Mit dem Airbag kam dann das Thema Echtzeit ins Fahrzeug mit dem Airbag und dann auch noch der Kontrolle der Abgasregelanlage, also für TÜV und für Umweltgeschichten, kamen dann letztendlich die ersten wirklich vielen Steuergeräte ins Fahrzeug. Vorher waren das so für einzelne 1, 2, 3. Mittlerweile ist es keine Seltenheit, dass wir 70 Steuergeräte im Fahrzeug haben. Also der Golf 8 aktuell, der ja so immer als, ich sag mal, Technologieträger auch funktioniert, der hat derzeit 60 Steuergeräte. 60 kleine Elemente, die mit Kabeln ausgestattet werden, die auch mit einer
Steckerarchitektur aufwarten, die eben nicht irgendwie USB ist oder Ethernet, sondern die eben irgendwie sowas darstellen, wie wir es hier im Bild sehen. Und die Anforderungen dafür sind natürlich unglaublich mannigfaltig. Ich meine, ganz klar muss das Steuergerät irgendwo dicht sein. Da soll kein Staub rein, da soll keine Feuchtigkeit rein, da soll kein Dreck rein. Alleine nur die Oberflächenstruktur oder das Spiel bei Kontaktkammern, also dieses hier, das ist ein irrer Aufwand, Steuergeräte dahingehend abzusichern, dass sie 30 Jahre, und das auf der Zunge zergehen lassen, 30 Jahre ist so ein Autoleben üblicherweise, oder man geht davon aus, dass das 30 Jahre eben funktioniert, dass diese Verbindung 30 Jahre Bestand hat. Bei allen Vibrationen, ob sie nun den ganzen Tag über eine Buckelpiste fahren oder ob sie den ganzen Tag über eine niegelnagelneue Autobahnstrecke fahren oder. Es muss dafür sorgen, dass diese Kontakte, diese Kontaktform und so weiter beieinander bleiben. Jetzt haben diese Steuergeräte aber natürlich auch, wie ich schon erwähnt hatte, so ein paar Elemente drin, die kennen sie ja auch von ihren Computern. Zum Beispiel einen Speicher, ein EEPROM, ein ROM, ein PROM oder auch, ich sag mal, flüchtiger Speicher, den sie dann Flash nennen. Und da möchte ich Sie einfach nur mal darüber in Kenntnis setzen, dass diese Flash-Technologie, so ein USB-Stick, ist nichts anderes als ein Flash-Speicher, dass die natürlich in der Lage sind, viele Informationen abzuspeichern. Aber ich würde Ihnen nicht raten, all Ihre Kinderfotos entweder von den eigenen Kindern oder von sich selbst auf einem USB-Stick zu speichern und diesen in den Schrank zu tun. Denn wenn Sie das machen, dann kann alles gut gehen und nach 2, 3, 4, 5 Jahren holen Sie mal diesen Stick raus, stecken den in Ihren Rechner und zeigen sich gegenseitig da tolle Bilder. Aber üblicherweise haben so Flash-Bausteine eine Halbwertszeit. Und das sind 10 Jahre, wo der Hersteller sagt, da kippt jetzt kein Bit. Und da kippt jetzt möglicherweise auch nicht irgendwo, was auch immer, eine Speicherzelle. Aber 10 Jahre ist überschaubar. 30 Jahre muss ein Auto überleben, 25, teilweise 20, um Youngtimer zu werden, 30, um Oldtimer zu werden, um ja, die H-Plakette zu bekommen. Und wenn man jetzt schon weiß, dass 70, 80 Steuergeräte in wirklich hoher Ausbaustufe, also ein A8, eine S-Klasse, einen Maybach, überall auch Flash-Bausteine verbaut haben, die laut Hersteller vielleicht 10 Jahre wirklich akkurat laufen, dann weiß man, dass in Zukunft eigentlich kein Fahrzeug, das heute vom Band geht, das Alter eines Oldtimers erreichen wird. Wenn man viel Liebe zum Detail hat, wenn man viel, viel Affinität dazu hat, das Auto immer streichelt, dafür sorgt, dass eben die Bauteile alle akkurat sind, wird es irgendwann zwangsläufig dazu kommen, dass ein Steuergerät irgendwelche blöden Wertigkeiten diagnostiziert oder nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas zu tun, und dann muss ausgetauscht werden. Dadurch, dass dieser Flash nicht einfach wie so ein Arbeitsspeicherriegel dort rauszukippen und gegen einen anderen zu ersetzen ist, muss letztendlich das gesamte Steuergerät ersetzt werden. Das kostet Geld, nicht nur das Konstrukt an sich, sondern Sie müssen diese ganzen Pappen abnehmen, sagen wir mal an der Tür, müssen die ganze Lederbespannung, das ist ja ein Teil letztendlich, mit Schrauben gelöst werden, abgenommen werden. Dann haben Sie meistens noch so eine Diffusionsfolie dahinter, damit diese Feuchtigkeit von draußen weggehalten wird. Die müssen Sie vorsichtig wegmachen, dann das Steuergerät abschrauben, das neue Steuergerät einbauen, das im Übrigen immer so um die 600 Euro teuer ist, je nach Steuergerät. Das Ganze müssen Sie dann wieder dicht machen, auch die Pappe von innen wieder drauf, dass Ihre Lederbespannung und alles wieder akkurat aussieht. Also es ist ein irrer Aufwand, der wahrscheinlich, und das tut mir im Herzen weh als Autonah, dazu führt, dass wir wenig Autos, Oldtimer in Zukunft sehen werden aus ja, unserer Kindheit. Dass ein Käfer noch weiter rumfahren wird, ist klar. Dass möglicherweise auch noch ein Golf 2 und ein Golf 3 und vielleicht auch ein Vierer Golf zu sehen ist, ja. Aber ab 5, 6, 7 und jetzt 8 ist die Digitalisierung in diesen Steuergeräten derartig forciert worden, dass man mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass dieses Alter von 30 Jahren sehr utopisch ist. Gut, ein bisschen erwähnt habe ich schon und möchte jetzt auch nochmal darauf eingehen, wie diese einzelnen Konstrukte denn miteinander kommunizieren oder was sie überhaupt darstellen. Diese graue Box hier, das soll unser Steuergerät darstellen. Und eigentlich jedes ist ähnlich aufgebaut. Nämlich wir haben eine Power Supply, also wir haben irgendwo eine Spannungsversorgung, wir haben ein Kommunikationsmodul, wir haben einen Mikrocontroller, das ist also nicht ein
einen Pentium-Prozessor, sondern eben ein 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit Mikrocontroller. Wir haben interne Sensoren, das kann zum Beispiel ein Crash-Sensor sein, das kann ein Temperatursensor sein, das kann aber auch ein Feuchtigkeitssensor sein. Und immer haben wir irgendwo eine Input-Brücke, also Eingänge, und irgendwo auch eine Output-Brücke, also Ausgänge. Und wenn ich schon davon spreche, ist es sehr, sehr oft der Fall, dass Sensorwerte eben in den Input reinragen, hier in dem Mikrocontroller was berechnet wird, Ausgänge sozusagen berechnet werden und die dann an die Aktuatoren weitergeleitet werden. Diese Nomenklatur und vor allem eben auch diese Struktur hier, die kommt nicht von ungefähr. Wenn wir uns Tools angucken aus dem Maschinenbau, aus der Elektrotechnik und MATLAB Simulink, habe ich jetzt schon mehrfach ja auch gesagt, dann arbeitet man sehr oft auf Blockdiagrammen. Und die haben eigentlich immer auf der linken Seite die Eingänge, auf der rechten Seite die Ausgänge. Wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und male ihn das auf, dann ist es auch vom Gedankenkonstrukt immer einfacher, irgendwo von was anderem kommt jetzt was linksseitig in mein System hinein und rechtsseitig geht dann wieder irgendwas raus an was anderes. So haben sie auch sofort immer eine gute Struktur, die sie auch, wenn es dann modellbasiert ist, gut interpretieren können. Besser, als wenn ich ihnen 20 Seiten C-Code oder C++-Code vorlege und sie dann daraus irgendwie entdecken müssen, was denn damit was kommuniziert. Auch ein Grund, weswegen UML oder SysML sich so stark in solchen Industriezweigen auch etablieren haben können. Dann eigentlich jedes Steuergerät hat dann auch noch eine Anbindung über das Kommunikationsmodul an irgendeine Art von Datenbus. Das kann heutzutage ein Ethernet sein, das kann heutzutage ein Wireless, Bluetooth oder sonst was Network sein. In den meisten Fällen wird es eine Art von CAN-Bus, FlexRay, LIN, MOST oder ähnliches sein. Wenn das für Sie böhmische Dörfer sind, gar kein Problem. Auf diese Steuergeräte und die Datenbusse gehen wir nochmal kurzerhand gesondert ein. So, gucken wir uns das mal an. Typischerweise sind bei der Power Supply ein Ground. Also erinnern Sie sich so ein bisschen an die Ausbildung oder an die Physikgrundlagen der 8. Klasse zurück, indem man eben Spannung und Erdung gegenüberlegt. Wir haben natürlich bei der Power Supply nicht nur eine Spannung, sondern eigentlich mehrere, weil wir ja auch bei der Fahrzeugkonzeptionierung unterschiedliche Bedingungen haben. Nämlich einmal Schlüssel, wenn Sie denn noch über einen Schlüssel verfügen, eine Position weiterdrehen und dann haben wir den sogenannten, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Also die Bordnetzspannung macht dann schon mal das Radio an, aber der Motor wird noch nicht gestartet. Und das sind natürlich dann Dinge, das geht komplett über die Batterie, also die 12-Volt-Batterie. Wenn Sie das jetzt 2, 3, 4, 5, 8 Stunden dann machen, Klemme 15, vielen Dank, dort kam jetzt gerade im Chat die Ansage dafür, also Klemme 15 ist Zündung, irgendwie sowas. Gleich habe ich es wieder und dann brauche ich es nicht mehr, super. Aber es gibt Klemme 15, Klemme 30, nämlich einmal Dauer plus und einmal eben dann nur die 12 Volt über die Batteriespannung. Wenn Sie dann durchstarten und den Motor starten, dann wird nicht nur Ihre Batterie über die Lichtmaschine wieder geladen, sondern sämtliche Verbraucher laufen dann über diesen Generatorbetrieb Ihrer Lichtmaschine. Ähnliches haben Sie auch bei Nichtverbrennungsmotoren, dann einfach über die 12-Volt-Batterie. Auch bei einem E-Fahrzeug gibt es eine 12-Volt-Batterie. Und dann natürlich nochmal, Klemme 30 ist geschaltet und Klemme 15 ist geschaltet und Klemme 30 ist ein Dauerplus. Danke an der Stelle. Auch bei E-Fahrzeugen haben Sie das dann eben über die Traktionsbatterie. Das heißt, wenn Sie dort dann Verbraucher einschalten, wie Klimaanlage, wie, Radio, Navigationssystem, alle Komfortsysteme, Sitzheizung, Massage und so weiter und so fort, gehen dann auf die Traktionsbatterie und sorgen natürlich dafür, dass Sie dann weniger Reichweite haben. So, üblicherweise 12 Volt Betriebsspannung an so einem Fahrzeug und das muss runtergeregelt werden irgendwie auf 5 Volt, weil die Chips, die sie einsetzen, entweder 5 oder sogar 3,3 Volt abkönnen. Das ist nichts Trauriges und nichts Tragisches, das machen eigentlich die Chips relativ bereitwillig und sorgen dann dafür, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Der Input eben Sensoren und diese Sensoren geben eben Informationen, meistens in Spannungsform, an das Steuergerät wieder. Gehen wir mal an so einen Abstandssensor, so einen Ultraschallsensor.
Der Ultraschallsensor sagt nicht, wir sind 3 Zentimeter vom Hindernis entfernt, sondern er gibt mir eine Spannung von 0,7 Volt. So, und jetzt muss ich interpretieren aus dem Datenblatt, was das eigentlich bedeutet. Diese Filterung und diese Dinge, die machen dann manchmal die Vorverarbeitung von den Sensoren. Manchmal ist an den Sensoren auch nochmal so ein kleiner Chip dran, die dann einfach dafür sorgen, dass diese Signale auch geglättet sind, dass ein Durchschnitt gebildet worden ist und so weiter und so fort. Einfach auch nochmal eine zusätzliche Signalaufbereitung passiert. Wenn dem so ist, dann hat der Input sozusagen nicht viel zu tun, sondern man nimmt dieses Signal einfach entgegen und der Algorithmus, der auf dem Mikrocontroller läuft, der kann dann mit diesen Informationen dann sofort arbeiten. Wenn keine Vorverarbeitung am Sensor passiert, dann muss er eben diese, ja, 0,7 Volt, was ich da gerade gesagt hatte, dann noch uminterpretieren in einen Abstandswert. Der Mikrocontroller ist eben das zentrale System, also dort ist dann der Algorithmus drauf, das Programm drauf, das das letztendlich dann auch möglich macht, aus Sensorwerten irgendwelche Aktuatoren anzusteuern. Digitalisierung spielt da eine große Rolle, Kalkulation und auch Ausführung spielt eine große Rolle und es ist eben kein Multiprozessorsystem, zumindest häufig nicht, sondern es ist ein Single-Core-Prozessor, der wirklich von Anfang bis Ende durchgetaktet seine Arbeit erledigt. Also auch durchgetaktet in diesem Sinn, dass es echtzeitfähig ist, dass man eben darauf schließen kann, dass es bitte einen Determinismus gibt, dass immer dann zu bestimmten Zeiten sich Sensorwerte genommen werden und zu einem anderen bestimmten Zeitpunkt dann die Aktuatoren gestellt. Kommunikationsmodul, ich hatte es ja erwähnt, CAN, LIN, MOS, FlexRay, Ethernet und man hat dann üblicherweise das Wort Transceiver. Und das baut sich auf einen Transmitter und einen Receiver auf, nämlich einmal etwas aussenden und einmal auch empfangen. Deswegen ist da oben auch dieser Pfeil bidirektional. Das Steuergerät kann Informationen senden über das Übertragungsmedium Datenbus. Es kann aber gleichermaßen auch Dinge empfangen über das Netzwerk. Zum Beispiel, wir haben gerade einen Crash. Mach mal bitte Blinker an. Ne? Dass der Fahrerinsasse, der möglicherweise gerade eine Platzwunde hat, was weiß ich, total groggy in der Ecke liegt. Und dann sei es ja sinnvoll, dass automatisch dann vielleicht die Warnblinkanlage angeschaltet wird, ohne noch einen Tastendruck vollziehen zu müssen. Also all solche Aspekte sorgen letztendlich dafür. Und dieses Kunstwort Transceiver ist letztendlich nur dieses Zusammenschalten zwischen einem Transmitter und einem Receiver. Dann natürlich auch Output, interne Sensoren, all diese Funktionalitäten sorgen dann dafür, dass es ein großes Ganzes wird. Und dieses große Ganze kann sich natürlich gerade in der Automobilindustrie auf unterschiedlichen Performance und auf unterschiedlichen Features breit machen. Wir sehen auf der linken Seite, also der Y-Achse, so ein bisschen die Applikation und auch die Performance, die notwendig ist, diese Applikation durchzuführen. Auf der unteren X-Achse sehen Sie aber auch nochmal Performance und eben auch Features, also Funktionen. Und sehr, sehr viele Dinge, die so die zentralen Body Electronics, also alles, was mit dem Chassis möglicherweise zu tun hat, ist dann schon ein bisschen mehr, weil Kollisionsdetection, Vehicle-Dynamiken und so weiter dort adressiert sind. Aber sowas wie das Licht, Tür auf, Tür zu, Cabrio-Dach auf, Cabrio-Dach zu, so ein Sunroof, also wie heißt es denn jetzt auf Deutsch? Ein Fensterheber könnte man noch nennen und dann dementsprechend auch irgendwie Aufstelldach und so weiter. Das sind alles Dinge, da muss man jetzt nicht unglaublich viel Rechenleistung für haben, da reichen 8-Bit aus. Und 8-Bit sind typischerweise von der Performance natürlich nicht ganz so groß, beherbergen auch nicht ganz so viele Funktionen gleichermaßen. Und immer weiter, desto mehr ich eben auch Informationen miteinander verschachteln muss, Informationen dem Benutzer auch zur Verfügung stellen möchte, komme ich eigentlich immer mehr in die 32-Bit-Ebene hinein. Also Infotainment, Navigation und Radio, möglicherweise sogar Fernsehen im Fahrzeug sind alles Dinge, das machen sie nicht auf einem 8-Bit-Atmel, sondern da haben sie dann irgendein 32-Bit-System mit entsprechend vieler Leistung. Ich hoffe, Herr Fühner wird Ihnen dann in robusten Systemen auch nochmal sagen, was mit der Ariane 5 so passiert ist und warum so unterschiedliche Betrachtungen, was die Bit-Systeme betrifft, Sinn macht. Ich will da noch gar nicht viel vorwegnehmen. Ich denke, das ist ein guter Punkt, an dem wir dann jetzt auch die Veranstaltung so ein bisschen gen Ende gestalten können. Mit 11.30 Uhr, Viertelstunde haben wir sowieso reingeholt und würde vorschlagen, ich wechsle nochmal die Kamera in diese Richtung. Und mache Ihnen noch mal kurz ein Feedback oder eine kurze Zusammenfassung, was wir uns eigentlich heute angeguckt haben.
Wir haben uns ECUs angeguckt und ich denke mal, das reicht auch hin, dort nicht derartig tief einzusteigen, dass sie dann plötzlich in der Lage sind, jede einzelne noch so kleine Struktur eines Steuergerätes zu kennen, sondern für unsere Zwecke als Informatiker reicht es vollkommen aus, zu wissen, da sind unterschiedliche Chips drauf, die haben unterschiedlichen Softwarestand, wenn man so will, und kommunizieren letztendlich über einen Datenbus. Das wird für uns nochmal von Relevanz sein, wenn wir uns dann auch das praktisch anschauen werden. Wir haben Slido heute kennengelernt. Das nimmt immer auch viel Zeit in Anspruch. Haben Sie sicherlich auch gemerkt. Aber ich glaube, ein ganz guter und dienlicher Aspekt, diese Zeit sich dann auch zu nehmen. Wir haben die Retrospektive gemacht im Slido. Das heißt, Sie wissen auch so ein bisschen, auch wie können Fragen kommen. Und ab nächster Woche wird das dann auch noch ein bisschen energischer. Wir sind nochmal auf unsere Tasks eingegangen und haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten dabei auch betrachtet. Ich gehe meinen Folienfilm nochmal ein bisschen zurück. Wir haben eine ganz, ganz wichtige Sache auch in der Diskussion erledigt. Das ist dieses Dreieck. Das ist irre schnell gezeichnet, irre schnell auch präsentiert, wenn man es eben einfach so beiläufig macht. Wir haben da relativ lange drauf iteriert und haben auch versucht, das interaktiv zu gestalten. Das ist eine richtige, wichtige Nummer. Also ich sage mal, Klausurrelevanz ja. Und sich im Klaren zu sein, dass diese Dinge alle miteinander in irgendeiner Art und Weise sich gegenseitig beeinflussen und beeinträchtigen können, das ist etwas, das muss bei ihm im Kopf erstmal angekommen sein, bevor wir uns um richtige Funktionalitäten bemühen. Denn klar, können wir mit relativ geringem Aufwand auch Assistenzsysteme konzeptionieren. Es ist dann aber noch ein anderes, es so zu konzeptionieren, dass es wirklich überall auf dem Planeten zu jeder Tag- und Nachtzeit funktioniert. Das heißt, die Absicherungsprozesse, die damit einhergehen, die werden wir uns noch anschauen und die werden irre notwendig sein. Ansonsten, denke ich, haben wir auch ein bisschen Videomaterial gesehen, wie die aktuelle Thematik so ausschaut. Ich werde das eigentlich regelmäßig dann mal so ein bisschen einblenden, dass Sie da auch sehen, dass es da weitergeht in der Hinsicht. Und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zahlreiche Erscheinen. 22 auf YouTube, 13 auf Twitch, das ist eine Menge. Das finde ich gut. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, dann machen Sie Werbung. Wenn Sie es nicht so gut fanden, dann nicht den Klappe halten. Das hätte ich jetzt falsch formuliert. Aber dann lassen Sie gerne ein Feedback zurück, damit ich dann möglicherweise schon nächste Woche mit diesem Feedback dann arbeiten kann. Wenn Sie für sich eben merken, dass das ein oder andere einfach irgendwo zu viel ist oder zu wenig ist. Sie können also auch das gerne steuern, wenn Sie wollen, dass wir hier mehr in Richtung Steuergeräte machen oder Steuergerätentwicklung und so weiter und so fort. Kann ich das alles gewährleisten? Das kriege ich hin. Das habe ich jahrelang selber gemacht. Aber ich denke, gerade jetzt zu Beginn ist erstmal wichtig, so das Vokabular zu besitzen, vielleicht auch das ein oder Assistenzsystem mal zu nehmen und sich dann einfach anzuschauen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie alle da waren. Und bei Fragen gerne dann den Discord-Channel dazu benutzen oder mal eine E-Mail schreiben oder mal einen Kommentar oder YouTube, also was Ihnen da gerade irgendwie am nächsten ist. Und die Ansage kam mir gerade schon im Chat, dass ein nettes Danke geäußert worden ist. Vielen Dank also auch an der Stelle nochmal. Und ja, wir sehen uns dann um 12 und ich würde sagen, da Herr Klages nicht dabei ist, auch hier. Das werde ich Ihnen aber gleich dann nochmal für diejenigen, die nur die Veranstaltung ab 12 genießen, dann nochmal ähnlich präsentieren wie heute. Also im Discord sagen, apropos, da und da ist jetzt der Stream und dann gleiches Recht für alle. Aber wir werden das heute dann vorzugsweise wieder auf YouTube und auf Twitch durchführen. Die Veranstaltung, wo dann Herr Klages sich dazuschaltet, werden dann wahrscheinlich im BigBlueButton dann stattfinden. Nichtsdestotrotz, 11:33, also ein bisschen Zeit jetzt zur Akklimatisierung und ich kann jetzt den Stream wieder umbauen und wir sehen uns dann gleich. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal und viel, viel Spaß dann, ja, gegebenenfalls ab 12 und wenn nicht, dann schon mal noch einen schönen Tag. Genießen Sie Herrn, Herr Höppner hat parallel die Veranstaltung und ich glaube, er wird dann auch nochmal sagen, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Ne? Meine Sachen werden aufgezeigt, Sie können die dann also zu jeder Tag- und Nachtzeit auch nochmal angucken. Und ich bin nicht traurig, wenn Sie dann die eine Woche bei Herrn Höppner sind. Ich wäre traurig, wenn Probleme auftauchen und wir sie erst am Ende des Semesters ansprechen können. Ne? Sondern sollte es da irgendwas geben, gleich sagen, das passt Ihnen nicht. Denn Sie sind der zahlende Kunde. Ich bin nur derjenige, der da versucht, Sie glücklich zu machen. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank dafür. Ich werde jetzt wieder muten und dann wird der Stream gleich geschlossen. Und spätestens ab 12 sehen wir uns wahrscheinlich in gewohnter Größe dann wieder.
Herzlichen Dank und bis später.